Ja, liebe Leute, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute, einen Tag vor Release, Ara Hissia Untold und ich darf euch das Spiel zeigen. Und ich freue mich sehr, denn ich habe das Spiel schon mehrere Stunden gespielt und es macht eine Menge Spaß. Es sieht gut aus, es funktioniert sehr gut und die Mechaniken, die das Spiel so mit eingebracht hat, sind toll. Die machen Laune und man kommt gut rein, habe ich das Gefühl. Also, es wird auch nicht alles neu erfunden. Vieles ist auch bekannt, wenn man schon andere Civilization-Spiele gespielt hat. Aber es bringt genug Sachen rein, die man bereits kennt, so dass man gut reinkommt in das Spiel. Aber auch genug neue Sachen rein. Ist eine gute Mischung. Und ja, fangen wir mal einfach mal an mit einem neuen Spiel. Und das Erste, was wir hier sehen. Zehnte Mose des antiken Griechenlands. Ja, und das Erste, was wir hier sehen, ist die Fülle von Anführern oder Anführerinnen, die wir wählen können. Sappho zum Beispiel aus Griechenland. Die können wir dann noch hier so ein bisschen modifizieren mit anderen Klamotten. Gerade wenn man Multiplayer spielt, vielleicht ganz cool. Und wir sehen hier auch schon nicht nur die Persönlichkeit, sondern die ganzen Boni, die die Zivilisation mitbringt, die wir starten wollen, mit der wir starten wollen. 10. Mose. Amphitheater und Theater liefen. 15 Stadtzufriedenheit. 100 Meisterwerke. Erstellungsgeschwindigkeit. Die Meisterwerke werden wir später noch sehen, irgendwann im Laufe des Streams. Die sind wichtig. Küstenregionen in deinen Städten liefern 10% mehr Wohlstand. Also, wir wollen auf jeden Fall mit dieser Zivilisation an der Küste sein. Wir sind innovativ. Bisschen mehr auf Forschung. Pro Hauptstadt. Charismatisch. Plus ein goldenes Zeitalter, Punkt pro Zug. Goldene Zeitalter, auch sehr wichtig in diesem Spiel, werden wir auch später sehen. So, und dann kreativ. Wohlstand für alle Städte, 15. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was wollen wir denn spielen? Ich würde sagen, für unseren ersten Run wollen wir etwas nehmen, wo wir vielleicht auch schon die Boni im Early Game sehen. Denn wir haben hier so Anführer dabei. Leopold der Erste. Soldat und erster König von Belgien. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er im 19. Jahrhundert gelebt. Das ist auch der, der mit Königin Victoria befreundet war. Und ne, also der hier im 19. Jahrhundert schon etwas moderner als die Person, die wir davor hatten vom alten Griechenland. Der bringt natürlich auch mehr Boni dazu, die eher vielleicht im Mid-Game oder im Late-Game wichtiger sind, oder? 10 etablierte Beziehungen zu anderen Nationen. Etablierte Beziehungen, 100% mehr Ernteproduktion. Bei Höfen oder Kakaobohnen. Das passt, denn der hat ja auch in Afrika kolonisiert. Brauereien, okay. Nee, das ist jetzt nicht so unbedingt alles Mid- und Late-Game orientiert. Aber es gibt so Unterscheidungen. Es gibt zum Beispiel Kopernikus. Nikolaus Kopernikus. Brillanter Mathematiker und Astronom. Genau, also wenn wir hier drüber gehen, sehen wir auf jeden Fall so ein paar Sachen, die er mitbringt. Wie zum Beispiel Bauproduktion, das ist schon am Anfang wichtig, Handwerk auch. Aber hier so oben Observatorien, das kann man natürlich nicht Tag 1 bauen, ne? Das kommt eher so im Midgame, in den letzteren Akten. Und genau, daran kann man so ein bisschen sich orientieren. Wann kann wer was mehr in welchem Zeitalter beitragen? Wir schauen einfach mal, was wollen wir denn picken? Hier haben wir zum Beispiel Xerxes. König der Könige von Persien führte eine gigantische Invasion Griechenlands an. Also auf jeden Fall mehr zum Thema Militär trägt er dazu bei. Sejong der Große, König von Korea, reformierte die Nation und führte das koreanische Alphabet ein. Askia Mohammed der Erste, General und Kaiser, der das Songreich zu einem der größten in der Geschichte. Was haben wir hier? Kaiser von Äthiopien und erster Vorsitzender der Organisation für Afrikanische Einheit. Genau. Desert, ich grüße dich. Hallo, hallo. Macht zufällig. Das können wir natürlich auch machen. Wir gehen einfach auf zufällig und dann sehen wir einfach mal, was wir kriegen. Gehe ich mit. Why not? Korea wie in jedem Spiel mit Technologieboost. So ähnlich, ja. Über welchen Zeitraum geht das Spiel? Über unbestimmte Zeit. Wir fangen in der Antike an. Oder im früheren Zeitalter.
Und das Spiel geht dann bis zur Neuzeit. So wie Civilization auch. Genghis Khan, ja, witzig, dass du es ansprichst. Der ist natürlich auch dabei. Brillanter Soldat, skrupelloser Politiker und Gründer des Mongolischen Reichs. Ja, der ist natürlich auch da. Hat auch einen Boost auf Kavallerieeinheiten, Herr der Steppe. Was ich auch interessant finde, wir haben auch so ein paar Boni und Mali, die man auch in anderen wiederfindet. So wie zum Beispiel glänzend habe ich auch schon bei anderen gesehen. Oder das mit aggressiv oder unnachgiebig. Das heißt, man muss nicht jeden Trade neu lernen. Es gibt auch ein paar, die wiederholen sich. Wir haben übrigens auch zwei aus Deutschland. Otto von Bismarck und Hildegard von Bingen. Äbtissin, Ärztin, Philosophin und Komponistin geistlicher Musik. Genau. George Washington ist... Ah, das ist Cesare. Ja. Italienischer Aktivist, Rechtsanwalt und da ist er, George Washington. Besiegte die britische Armee und wurde zum ersten Präsidenten der USA gewählt. Ah, interessant. Okay. Förster. Plus 1 Holz durch Sägewerke und deren Upgrades. Interessant. Wir machen mal zufällig. Ich mag die Idee. Wir gucken mal. Genghis Khan sieht doch ein bisschen aus wie Kare, wenn er sich den Bart wachsen lässt. Super, dann würde ich mal sagen, wir beginnen ein Spiel und wir gucken mal, was wir kriegen für einen Anführer oder Anführerin. Und dann passen wir uns natürlich dem Spiel der Person auch ein bisschen an, je nachdem, was sie für Boni mitbringt. Mal sehen, ich bin gespannt. Let's go. Schwierigkeit? Würde ich mal sagen, wir machen erstmal auf normal. Ich habe da noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, was jetzt für uns im Stream spielbar ist. Kartentyp. Vorlagekarte. Was haben wir denn hier? Ah, Indus, Globulus, Nordländer, große Seen, Torus, tropische Hitzewelle, Nation. Neue Karte generieren, machen wir mal. So, wie viele Nationen wollen wir haben? Ich denke, 8 ist okay. Nation anpassen? Nö. Machen wir erstmal nicht. Und wir erstellen mal ein Spiel. Und es ist Benito Juarez mit Mexiko. Werden wir das Spiel jetzt bestreiten. Sohn des Volkes. Stämme werden dir gegenüber niemals von Anfang an feindselig sein. Städte werden mit einem zusätzlichen Experten gegründet. Okay, das ist interessant. Denn wir haben auch so ähnlich wie bei Humankind oder Civilization. Verfechter von Reformen. Benito Juarez, Bewahrer Mexikos. Unsere Zeit ist jetzt. Möge unsere Führung hingebungsvoll, unerschütterlich in ihrer Entschlossenheit und standhaft in ihrer Vision für eine ehrliche Gesellschaft sein, die unser Volk in Zeiten des Wandels und der Herausforderungen schützt. Okay, krass. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja Mexiko in Victoria 3 gespielt. Jetzt dürfen wir auch Mexiko hier spielen. Mit einem Charakter aus der Neuzeit, würde ich mal sagen. Eher der Neuzeit. Benito Juarez, okay. So, das Tutorial können wir uns erstmal so sparen. Wie schon bereits gesagt, also wenn ihr das Spiel dann morgen spielt, ich empfehle euch auch, das Tutorial zu spielen. Es ist nicht so nervig, man kann es auch immer wieder ausschalten und es erklärt aber ganz gut, gibt eine gute Orientierung am Anfang. Ansonsten nochmal so als Tipp, ne, wenn wir hier zum Beispiel drüber hovern, statt, es ist ein bisschen so wie bei Victoria 3 mit den Infoboxen, könnt ihr hier überall drüber hovern und bei den goldenen Wörtern könnt ihr auch nochmal rübergehen und das wird euch alles schön erklärt. Also selbst ohne Tutorial, glaube ich, kommt man hier ganz gut rein, wenn man schon so ähnliche Spiele gespielt hat. Aber schauen wir uns erstmal an, wer sind wir eigentlich? Also Benito Juarez in Mexiko. Wir haben Sohn des Volkes. Das ist unser Anführermerkmal. Diesen Anführermerkmal gibt es auch nur einmal im Spiel. Stämme werden dir gegenüber niemals von Anfang an feindselig sein. Städte werden mit einem zusätzlichen Experten gegründet. Also Stämme, so wie Barbaren, wie bei anderen Games, die so ähnlich sind, die gibt es hier auch. Und dass sie uns nicht feindselig gesinnt sind, ist schon mal gut.
Das nimmt uns ein bisschen Druck weg. Städte werden mit einem zusätzlichen Experten gegründet. Man kann Experten nutzen, um Gebäude zu boosten. Aber diesen Experten, der ist natürlich nur begrenzt verfügbar. Wenn wir jetzt, wir haben den Vorteil, wenn wir eine neue Stadt gründen, kriegen wir jedes Mal einen neuen Experten dazu. Das heißt, wir können bei jeder Stadt schon mal sehr früh einen Experten zusätzlich einsetzen. Das ist ganz nett. Überzeugend sind wir. Plus 5 Zugdauer für goldenes Zeitalter. Okay. Das wird relevant, wenn wir da hinkommen. Ihr werdet es später sehen. Es gibt verschiedene. Es gibt 3 Akte und es gibt Zeitalter. Dazu kommen wir später. Effizient. 20% mehr handwerkliche Produktion für alle Verbesserung der Fertigung aller Städte. Handwerkliche Produktion für alle Verbesserung. Sehr gut. Verbesserung. Das werde ich auch sehen. Wir werden zum Beispiel sowas wie ein Sägewerk bauen oder eine Werkstatt. Und wir können die mit Verbesserungen ausstatten. Werden hier also ein bisschen besser. Herrschaftlich. 10% mehr Zufriedenheit mehr und mehr Wohlstand. 10 für alle Städte, wenn wir uns nicht im Krieg befinden. Nicht im Krieg. Okay. Okay. Plus 1 Wohnraum in Städten, die nicht Hauptort sind. Also die zusätzlichen Städte, die wir bauen. Wir haben ja eine Hauptstadt. Und die anderen Städte, die wir gründen, die starten mit einem zusätzlichen Wohnraum. Gibt uns also ein bisschen mehr Zeit, den Popwachstum zu erhöhen, ohne dass wir dann wieder ein Gebäude bauen müssen. Alles klar. So eine Pazifisten-Boni holen mich nicht immer ab. Ja, dachte ich mir, Alweil, genau. Ich mag das nicht, wenn Geschriebenes und Gesprochenes im Spiel nicht wortwörtlich gleich ist. Haben viele das Spiel. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Keine Hexagone. Nope, das ist das Besondere hier. Ja, das ist das. Viva la Mexico. Sind 10 viel. 10 sind gut, habe ich den Eindruck. Also, das ist schon was. Das spürst du schon. Aber, ja, sehen wir gleich mal. Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, wie viel 10 Punkte sind. So, Häuptlingstum, damit starten wir. Startregion der Häuptlingstum gewährt kein Boni. Okay, ist also unsere Regierungsform, die jetzt aber nicht so einen Einfluss hat. Wir haben 1 von 3 Städten. Anführer, Sohn des Volkes haben wir. Alles sind wir durchgegangen. Verbündete haben wir keine, wir sind nicht im Krieg, ist klar, wir sind nur am Anfang hier, Tech-Ära, wir sind in der Frühgeschichte, genau. Religion, unstrukturiert, okay, also auch Religion spielt eine Rolle und wir haben ein Speer. Platzierung, das gehen wir auch nochmal kurz durch. Warum ist das hier wichtig? In Ara, History Untold geht sehr viel über Prestige. Ihr wollt Prestige farmen, so viel es geht. Und dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Armeen bauen, Religionen ausbauen, Wissenschaft, Meisterwerke bauen, besondere Wunder bauen. Es gibt sehr viele Sachen, die ihr tun könnt in diesem Spiel. Das werden wir später sehen, um Prestige zu erhalten. Und warum ist Prestige wichtig? Wegen dieser Rangliste. Und das ist nicht nur, damit wir toll auf dem ersten Platz sind und dann hat sich das, sondern... Ihr seht hier, wir sind gerade triumphierend, bemerkenswert, es gibt denkwürdig und dann kommt die letzte Stufe vergessbar. Jedes Mal, wenn wir von einem Akt zum nächsten gehen, scheinen die, die vergessbar sind, aus. Wir können also so sagen, wir spielen die Geschichte erneut wieder und es wird immer mal wieder Zivilisationen geben, die untergehen. Es muss aber nicht immer militärisch sein, die gehen einfach unter, weil sie unbedeutend sind, was weiß ich. Und hier ist es so, nach jedem Aktwechsel scheiden die dann komplett aus, ja? Diese Zivilisationen werden einfach vergessen in der Zeit der Geschichte und die anderen dürfen weitermachen. Deswegen Prestige ultra wichtig. Wir haben hier nochmal andere Statistiken, die wir uns anschauen können. Ja, jetzt aber noch nicht so interessant. Genau. Prestige. So, und Prestige können wir uns sammeln. Über Militär, Handel, Regierung, Religion, Kultur, Wissenschaft, Industrie und Einfluss. Das halt zählt alles zum Thema Prestige ein. Aber jeder dieser Punkte hat nochmal verschiedene Punkte. Also ihr seht, sehr viele Möglichkeiten hier Prestige zu kriegen. Müssen wir uns jetzt nicht im Detail angucken. Reicht uns erstmal so. Das sind unsere Infos über unseren Stand.
die Karte. Was auffällt, wir haben keine Hexagon-Kästchen. Dadurch sieht jede Region, also das ist hier eine Region, anders aus. Und das ist unsere Region, Mexiko-Stadt. Und jede Region ist unterteilt in Zonen. 1, 2, 3, 4, 5 Zonen haben wir. Wir können in jeder Zone ein Gebäude bauen. Zusätzlich sehen wir in jeder Region, erhalten wir hier Nahrung, Holz, das sind Materialien und Gold oder Vermögen. Und jede Region hat einen anderen Output, was das hier angeht. Ja, es kann also sein, ihr erobert eine Steppe, da ist da kein Holz, aber dafür sehr viel Materialien oder Gold. Als Beispiel. So, und hier können wir jetzt bauen. Bin gespannt bezüglich der fehlenden Hexagone. Das sieht erfrischend aus. Das finde ich auch sehr erfrischend. Mal was Neues, ja. Die Karte wirkt organischer, auf jeden Fall. Ach, bleiben wir nochmal kurz bei der Karte. Wir können nämlich auch sehr schön nah ranzoomen. Und ich zeige euch das mal so am Anfang. Und immer wieder werde ich mal ein bisschen näher ranzoomen. Weil ihr werdet dann immer sehen, wie sich die Stadt auch weiterentwickelt, ja. Ihr seht ja hier so eine Versammlungspunkt hier. Ein paar Häuser, wo die Menschen leben. Genau. Feuer. Sieht alles sehr primitiv noch aus, ne? Nicht sehr viele Menschen, die hier rumlaufen, keine Straßen. Und das alles wird sich weiterentwickeln, je nachdem, wie er was ausbaut. Und ganz witzig ist, ihr könnt auch drüber hovern und dann bewegen sich die Leute, je nachdem, wo ihr gerade drüber geht. Ja, das ist die Karte. Manchmal sieht man auch Tiere auf der Karte. Ne? Vögel hier, die so rumfliegen. Was haben wir hier? Vielleicht gar nicht mal so schlecht, erstmal zu schauen, ob wir hier irgendwo Tiere haben, wo wir jetzt nichts expandieren wollen. Ist auf jeden Fall Weinreben, Wein, Mais, das ist gut. Da könnten wir zum Beispiel als nächstes expandieren. Aber hier haben wir auch Wein und da haben wir Reis. Tiere sehe ich jetzt erstmal nicht. Keine Pferde, keine Ziegen. So, und vielleicht ist euch aufgefallen, das hier. Das sind so spezielle Ereignisse, spezielle Punkte, die ihr einsammeln könnt. Und da könnt ihr was einsammeln. Entweder Erfahrung, Materialien, Gold, was weiß ich. Da ist immer was anderes drin. Und das ermutigt natürlich den Spieler auch, sehr schnell auszuspähen, um genau diese Dinger schnellstmöglichst einzusammeln. Natürlich können wir auch in der Karte nicht nur nah ranzoomen, sondern wir können auch drehen. Uns das Ganze so anschauen, ne? Wir können auch das ganze Spiel über so spielen. Aus dieser Perspektive. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So. Gehen wir nochmal hier rüber. Glaube. Mal sehen, ob meine Cam hier ein bisschen besser ist. Ich glaube, ich würde bei uns aber... Ich bin nicht so ein Fan davon, die Karte immer zu oft zu drehen. Weil ich glaube, gerade als Zuschauer verliert man dann die Orientierung, wo wir sind. Ich würde tatsächlich so spielen, wie wir es am Anfang gesehen haben. So, Mexiko-Stadt. Also, wir können Dinge bauen, wir machen Projekte, ja? Alles, was wir bauen, sind bei uns Projekte. Und dann haben wir den Experten. In jeder Stadt... Das ist ja unser Bonus mit Benito Juarez. Kriegen wir einen Experten. Setzen wir das gleich mal ein. Also, ihr seht hier, wir haben nicht so viel. Wir haben nur eine große Feuerstelle. Das hat jede Stadt am Anfang. So wie so ein Kern des Dorfes, wo man auch Dinge produziert. Und was machen wir hier? Wir produzieren in diesem Gebäude Gold. Und jetzt kommt das Interessante. Jedes Gebäude kann man upgraden oder verbessern mit Vorräten. Da können wir zum Beispiel sagen, in diesem Gebäude, Feuerstelle, machen wir Seile dazu oder Werkzeuge oder ein Zahnrad oder ein Rad. Und damit können wir die Gebäude umso produktiver machen. Hier gibt es nochmal andere Kerzen, Töpfe, Glühbirnen, Bier, Computer, Bücher. Das kommt natürlich alles später. Also ihr seht, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, um hier so ein Gebäude
zu verstärken. Oder wir setzen den Experten ein. Und dann produzieren wir nicht 10 Gold, sondern 15 Gold. Einen Experten habe ich pro Stadt. Setze ich mal hier ein. Generieren wir gleich mal 15 Gold mehr. So, und dieses Gebäude oder diese Feuerstelle, die kann Folgendes. Wir können hier damit auch was anfertigen. Modifikatoren, ja. Wir können damit sagen, okay, ihr sollt produzieren Schmuck oder Festmahl. Und das wiederum, ein Gebäude produziert Sachen. Diese Sachen wiederum, ihr seht es hier, Schmuck wird zum Fertigen verwendet. Bankbürgerschaft hergestellt von. Als Annehmlichkeit kann ich das nutzen. Die Annehmlichkeiten sind hier. Ich kann für jede Stadt Annehmlichkeiten nutzen. Das kann man so vergleichen wie Luxusgüter. Also, ihr gebt der Stadt Bier als Luxusgut oder Töpfe, Vasen oder eben, wie hier, Schmuck. Und jede Annehmlichkeit erhöht die Lebensqualität der Stadt. Es sei denn, Zufriedenheit, Gesundheit, Wissen, Wohlstand, Sicherheit. Und jedes dieser Punkte gibt natürlich nochmal einen Boost. Zufriedenheit bedeutet, Bevölkerung produziert mehr. Gesundheit, eure Pops, steigert die Gesundheit der Pops und die Gesundheit in den Städten, der Stadtwachstum erhöht sich, genau. Wissenschaft ist klar, Technologie, Forschen, da sehen wir auch später. Wohlstand treibt den Handel voran, macht uns reicher. Und Sicherheit, oh, das weiß ich gerade nicht mehr. Sicherheit, was war denn das? Das wäre noch eine steigere Sicherheit durch den Bau von Justiz und Militärverbesserung. Das Maß, wie sicher sich die fühlen. Stimmt, und was wiederum die militärische Bereitschaft deiner Nation inspiriert und stärkt. Genau, das hat was mit militärischer Bereitschaft zu tun. Dazu kommen wir auch später. Also ihr seht, wir fangen hier an. Dann kommen wir zu den Gebäuden. Diese Gebäude können wir boosten. Diese Gebäude können wir produzieren. Daraus können wir Annehmlichkeiten machen. Die können wir einsetzen. Und das boostet nochmal wiederum was anderes, ne? Jede Annehmlichkeit boostet auch hier andere Punkte. Alles ist miteinander also irgendwie verknüpft hier wieder. So wie ich das aus Victoria 3 auch kenne und da ja auch sehr schätze. Und man kann natürlich sehr krass hier sich spezialisieren. Wir können zum Beispiel sagen, ja, okay, von diesen ganzen Sachen, ich bin nicht so gut in Seile herstellen, aber ich bin sehr gut in Werkzeuge herstellen. Deswegen machen wir lieber mehr Werkzeuge. Mal so ein bisschen rumgesponnen. So ganz ist es nicht, aber ihr seht, wo das Ganze hinausläuft. Also sehr interessant. Und jetzt stellt ihr mal vor, wir spielen im Multiplayer. Da müssen wir vielleicht nicht immer Werkzeuge herstellen, sondern wir stellen Seile her. Und wenn wir uns mit jemand anders verstehen, macht er vielleicht die ganzen Werkzeuge, die wir dann brauchen, um unsere Gebäude zu boosten. Maybe. Sieht aus wie Stonehenge, nur mit Feuer in der Mitte, genau. Ja, ja. Mach mal Computer. Probier mal so Computer aus. Oh, scheiße. Kein Strom. Naja. Meine Güte, das Tablet ist nervig zum Tippen. Nicht schlimm, stell so mal. Ich sehe es ja, dass die Fehler, ja. So. Ich weiß, ich erkläre gerade sehr viel, aber ich möchte, dass ihr euch zurechtfindet, damit ihr wisst, wo sind wir überhaupt? Was bedeutet hier was? Kommt man nicht drum herum, glaube ich, das am Anfang mal zur Orientierung zu erklären. Wachstum. Jede Stadt hat ein Wachstum und irgendwann können wir nicht mehr wachsen, dann müssen wir mehr Häuser bauen. Übersicht, wir haben 300 Pops, Startproduktion 12, Wissenschaft 6, Nahrung, Gold, Holz, Materialien. Nahrung, Gold, Holz, Materialien, die Summe im Lager und wie viel wir pro Runde produzieren. Ja, was haben wir hier? Reserve für die Streitkräfte. Wir haben hier Ressourcen. Und hier sehen wir auch ganz schön auch wieder Holz, Materialien, Nahrung. Aber das ist wichtig, weil hier sehen wir ganz gut, wofür wir es verbrauchen. Wie das so sich entwickelt. Waren haben wir noch nicht. Technologie. Genau. Das können wir hier machen. Ja, hier können wir es ein bisschen anders sortieren. So dass wir auch sehen können. Ah ja, ich habe das hier. Hier sind keine Verbesserungen drin. Oder ich mache erst auf Zonen. Oder ich mache nur Handwerker rein. Oder nur Mähdrescher. Also Farm. Sehr gut, Shizuma. Okay. Was bauen wir als erstes?
Wohnung natürlich nicht, Werkstatt, Hof, Speer oder Reichtum sammeln. Nichts bauen, einfach nur Geld anhäufen, sparen. Masters, ich grüße dich, Moinsen, endlich Ara, ich bin gespannt, ich auch. Ich auch, ich hoffe, euch gefällt's. Ganz witziges Gimmick hier im Spiel. Wenn ihr sowas seht, wenn ihr das spielt, hovert mal hier drüber und dann werdet ihr hören, dass es wie so ein Xylophon-Geräusch ist. Finde ich ganz witzig. Ich glaube, für euch zu leise, ne? Glaube ich, ein bisschen zu leise für euch. Grundbedürfnisse erfüllen. Ja, also, was macht doof? Ist sowas wie, Höfe können eingesetzt werden. Für hier auf den Reisfarmen können wir es bauen, auf den Weinreben oder einfach hier, um Nahrung zu produzieren. Ich sehe hier schon leider, dass wir keinen Bonus haben, also kein besonderes Stück Land, wo wir nochmal zusätzlichen Ertrag kriegen. Aber Nahrung am Anfang ist okay, Werkstatt am Anfang ist, denke ich, auch okay. Wir machen erstmal ganz Standard einen Hof und zwar schön auf einer großen Zone, ist eigentlich egal wo. Je nachdem, wo ihr es macht, sieht es aber ein bisschen anders aus. Aber ich mag so große, schöne Höfe. Das sieht cool aus. Packen wir es hier rein. Dauert 7 Runden. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Okay, 7 Runden dauert das. Und was produzieren wir hier? Festmahl. Ein Festmahl gibt mir Stadtwachstum und Nahrung. Und das gibt mir Wohlstand. Ich denke mal, wir gehen am Anfang gleich für Wachstum und Nahrung. Das ist okay. Wobei das eine gibt mir schon... Nee, wir machen Schmuck. So, wir produzieren Schmuck. Und zwar 10 Stück. Das verbraucht sich nämlich. Also es ist nicht so, dass ihr es einmal produziert und dann ist es immer da. Sondern das kann sich auch verbrauchen und dann müssen wir es wieder neu produzieren. Deswegen müssen wir immer so im Auge behalten, was wird gerade produziert. Manche Dinge verbrauchen sich, manche aber nicht. Werdet ihr aber auch schon sehen. Wir machen erstmal 10 Stück davon. Und hier auch ganz cool. Ich kann auch sagen, ey, ich habe gerade sehr viel Geld übrig. Ich möchte die Produktion hier boosten. Denn jetzt würden wir einen Schmuck in 16 Runden machen. Ich kann aber es boosten, diese Produktionskette oder diese Produktion, und sagen, ich gebe 10 aus. Hier ist es um 10 runtergegangen. Und wir produzieren Schmuck. Ich zeige es nochmal, den Unterschied. Nicht in 16 Runden einen Schmuck, sondern jetzt produzieren wir in 4 Runden einen Schmuck. Und dann können wir es hier einsetzen. Super Sache. Schon haben wir was optimiert. Machen wir so. Geld ist da, wir geben es aus. So, Karin, Abend, hallo, hallo. Karin macht uns den Hof. Man hört es ganz leicht, okay. Essen, Bekleidung, dann alles andere. Hm. Woraus werden die produziert? Das ist tatsächlich etwas Schmuck und Festmahl. Wir sind ja hier wirklich bei den Basics, ne? Die brauchen erstmal nichts. Es gibt aber Gebäude, die müssen versorgt werden, aber da sind wir ja noch bei dem untersten, der untersten Gebäude. Die brauchen erstmal nichts, um was zu produzieren. Also wir müssen jetzt kein Gold oder so finden für. Alright. Habe ich hier schon alles eingestellt und gezeigt. Oh, hier sehen wir noch die Modifikatoren. Man kann hier sehr viel entdecken auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, wenn wir jetzt mit dem Speer mal Sachen entdecken können. Und wir gehen gleich mal hier hin auf das nächste Feld. Und wollen mal gucken, was hier in diesem Ressourcenlager drin ist. Und ihr seht, die Person ist von da nach da rumgegangen. Asleviel. Falls ihr den Start verpasst habt, ich werde das auf YouTube hochladen. Und hier sehen wir eine Zusammenfassung von all den Befehlen, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt sehr viel gedrückt. Und wenn ihr jetzt vergessen habt, was ihr in dieser Runde alles gemacht habt, könnt ihr hingehen und sagen, ah ja, ich habe in dieser Runde gesagt, der Speer soll was einsammeln. Wir haben Hof gebaut, wir haben Experten eingesetzt und wir haben bei der Fertigung was verändert. Das ist so eine Zusammenfassung aus euren Entscheidungen, die ihr jetzt gefällt habt. Und das ist auch eine Zusammenfassung zwischen dem, was ihr jetzt am Anfang, was so passiert ist. Option der Visualisierung umschalten.
Das können wir noch machen, ja. Ansonsten ist die Runde beendet. Wir sind hier im Akt 1 noch, in der Frühgeschichte. Runde 1. Ja. Weiß nicht, was ich euch noch hier zeigen kann. Technologie haben wir noch nicht. Da kommt gleich was. Große Feuerstelle sind unsere Produktionsfertigungswarteschlangen. Inventar. Super, weiter geht's. Nächste Runde. So, jetzt seht ihr, was hier alles so hochfliegt. Jede Region, das habe ich euch ja gezeigt, hat nämlich das hier. Und jetzt machen wir mal kurz Pause. Einen Moment. Und Dimi ist da. Let's go, Dimi. Danke dir für deinen Raid und willkommen an alle. Wir spielen hier Arahisio Untold. Das Spiel kommt morgen raus und ich darf euch das heute schon präsentieren. Ein schönes neues Strategiespiel. Sehr Civilization ähnlich, aber mit schön vielen neuen Mechaniken. Es sieht toll aus, macht eine Menge Spaß. Und ja, schnappt euch ein bisschen Chips und Cola, was weiß ich. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr auch hier seid. Danke dir, Dimi, für deinen Support. Danke dir für deinen Raid. Danke, danke. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, was ihr gemacht habt. Wie ist es bisher? Ich bin noch so am Erklären, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Ein Kampf anzetteln. Mexiko existiert in der Steinzeit. Ja, ja. Ja, gut. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Also in jeder Runde wird auch das hier produziert, ne? Je nachdem, welche Region ihr habt, habt ihr immer so eine Grundproduktion. Und weil wir diese Region besitzen, produzieren wir immer diese Nahrung, dieses Holz, diese Materialien und dieses Gold. Und je mehr ihr da natürlich an Region habt, desto mehr überlappt sich das, ja? Nur, dass ihr versteht, warum diese Symbole hochgeflogen sind. Super, wir haben das. Da werden wir in der nächsten Runde das ausgraben können. Ihr seht das Ausgrabesymbol. Das ist eine schöne Region hier mit Mais und Wein. Sonst haben wir nicht so viel entdeckt und jetzt können wir erforschen. So, und ihr hört das, ne, mit dem Xylophon. Ja, okay. Jetzt können wir uns entscheiden, was wir produzieren wollen. Ich würde das natürlich anhand dessen machen. Ich habe Satisfactory gespielt. Ah, okay, da gab es ja ein neues Update, ne? Oder 1.0 ist ja rausgekommen, ja. Nice, sehr cool. Cooles Game. Ab wann ist es spielbar? Ab morgen. Ich denke, morgen 18 Uhr. So, was wollen wir machen? Also, ich weiß, dass wir in unseren Nachbarschaften hier Wein haben. Wir könnten die Gärung nehmen, weil wir dann damit Wein herstellen können. Das gibt uns gute Vorteile. Kornspeicher mit Reis. Reis haben wir auch hier. Das würde auch Sinn machen. Seilerei. Wir sind ja am Meer. Könnten wir fischen? Finde ich gerade nicht so wichtig. Kräuterkunde? Nein. Ich sehe hier in der Gegend keine Kräuter. Töpferei ist auch immer okay. Keramiktöpfe. Die kann man für viele Sachen verwenden. Damit kann man, ne, das ist das Ding. Also Produktionsketten ist hier ein Riesenthema. Und ihr seht, mit den Sachen könnt ihr diese ganzen Sachen herstellen. Da seht ihr auch, wird zum Errichten verwendet, welche Gebäude dafür mitgebaut werden, hergestellt von Keramikladen, als Versorgung verwendet von, also alles schön nachvollziehbar. Tierzucht. Tiere sehe ich erstmal nicht. Oder Bogenschießen, gleich ein bisschen militärischer. Ich würde sagen, aufgrund der Situation hier, was wir hier in so einer Nachbarschaft haben, gehen wir auf die Gärung. Das sind 7 Runden. Bringt uns auch die Gärgrube. Und, habe ich ja am Anfang gesagt, Prestige ist hier super wichtig. Ihr seht hier, das würde uns auch schon mal einen Prestigepunkt geben. Kräuterkunde wiederum nicht. Also hier bei der Gärung, oder? Ah doch, diese Sachen geben auch Prestige. Verzeihung, dann sage ich nicht zu viel. Ah, das ist immer das, was hier so umkreist ist. Seht ihr, ich lerne auch noch ein paar Sachen dazu. Was das umkreist ist, das gibt Prestige. Okay, wir nehmen die Gärung. Und in der Runde können wir noch nicht so viel machen. Das wird noch gebaut. Ihr seht es hier, 6 Runden noch. Also, weiter geht's.
Auch ganz geil, Ara direkt im Game Pass, das stimmt. RTS Beste, hallo, hallo, hallo. Lost Rock, dir auch hallo. Weintraum für Wein, genau. Ist Städtewachstum abhängig von Nahrung wie in Civ? Yes. So ein paar Sachen sind ähnlich, ne? Deswegen sage ich ja, es gibt so ein paar Standarddinger, die kennt man schon, aber es gibt auch viel Neues. So, okay, wir haben im Lager gesammelt, Metallbar. Das können wir hier nochmal gucken. 20 Materialien, 2 Metallbahnen und eine Bildhauermaterial. Bildhauermaterial. Solche Sachen können wir auch zum Bestechen anderer Nationen nutzen. Zum Handeln. Und es gibt Dinge, die verbrauchen sich, aber es gibt auch Dinge, die bleiben. Also 2 Metallbahnen haben wir jetzt so fest im Inventar. Und die sehen wir auch hier wieder. Wir haben ein Bildhauermaterial. Vielleicht zum Handeln gut. Und diese Materialien, ne? Also schönes Lagersystem gibt es hier auch. So, wir haben das entdeckt und ich würde sagen, wir gehen auch gleich hier als nächstes hin und gucken, was hier es so gibt. Und auch in die nächste Runde. Wir haben hier Tiere gefunden, Wölfe. Die können wir bekämpfen. Na, und der bellt mich an, wenn ich hier rüber hover. Der bleibt stehen und bellt mich an. Mag mich nicht so. Okay. Hier ist aber auch ein Ruinenlager. Alright. Wie lange brauchen wir hier noch? Eine Runde, dann haben wir Schmuck. Kann ich vielleicht schon die Verbesserung nutzen? Nee. Kann ich hier nicht gebrauchen. Okay, dann warten wir ganz normal. Aragin, moin moin, hallo. So viel Micromanagement gibt es bei Civilization nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, hier gibt es mehr Micromanagement. Die Musik gefällt mir, mir auch Baumratte. Hallo, hallo. So. Was haben wir jetzt eingesammelt? Wir haben 10 Holz gefunden und ein Pelz. Okay, ein Pelz ist schon mal interessant. Holz ist jetzt nicht so relevant. Das produzieren wir auch selbst. Dann ziehen wir hier weiter. Also ihr seht, ich bin am Spähen. Ich erkunde die Region. Aber wir sammeln auch so hier und da so mal ein paar Dinge ein. Arjen, danke dir für deine Streamserie. Der Wolf so, Datenschutz. Cool. Die 4 Runden sind vorbei. Wir haben 1 Schmuck hergestellt. Und ihr seht jetzt, von 10 Schmuck herstellen ist es auf 9 runter. Ich kann auch sagen, wir sollen für immer, unbegrenzt, immer mehr und mehr Schmuck herstellen. Oder ich sage, stell 9 her, reicht. Und dann stell einmal fest mal her. Geht alles. Ja, das ist sogar, könnte man so eine Strategie draus machen, dass man sagt, erstmal fest mal für mehr Stadtwachstum. Und wenn wir dann genug gewachsen sind, gehen wir auf Wohlstand und pushen unseren Wohlstand mit dem großen. Ich glaube, ich werde das mal ändern. Wir machen erstmal ein bisschen fest mal rein. Aber wir haben einen Schmuck hergestellt. Wir nutzen das natürlich. Annehmlichkeit habe ich euch gezeigt. Jetzt können wir was reinpacken. 10 Wohlstand und 15 Stadtzufriedenheit. Und dann werdet ihr sehen, man kann diese Lebensqualitätspunkte, die gehen von 0 bis 100. Und jetzt erhöhen wir das um 10 und Wohlstand um 10, Stadtzufriedenheit um 10 und 15. Und da seht ihr, wie sich das jetzt erhöht hat, ne, an den Zahlen. Ich muss jetzt nicht jede Zahl nochmal vorlesen, aber es ist einfach besser geworden. Also, mehr Wohlstand in unserem Land und mehr Produktion. Wir produzieren Dinge jetzt ein bisschen schneller. Das war schon mal top. So, das haben wir gemacht. Der soll da weiter produzieren. Hof ist in einer Runde durch. Ja, ich würde sagen, das waren unsere Entscheidungen. Ist ja klar, am Anfang hat man nicht viele Gebäude, man hat nicht so viele Dinge. Da gehen die Runde natürlich ein bisschen flotter, ne? Später, wenn wir so 10, 15 Produktionsgebäude haben, dann werden wir schon mehr ins Micromanagement gehen. Und da kann es auch hin und wieder ein bisschen unübersichtlich werden.
Eine Runde noch, okay. So, Schmuckbonus verbrauchen aktiviert auf Mexiko-Stadt. Jede Entscheidung, die ihr trifft, dauert dann ja auch eine Runde, bis sie aktiv wird, ne? Ihr trifft Entscheidungen und diese Entscheidungen werden ja erst in der nächsten Runde aktiv. Also jetzt ist das hier aktiv geworden. Seht ihr hier an diesem Button auch. Alright, Lager gesammelt, Holz. Was haben wir noch? Pelze zwei Stück und ein Leder. Ah, und hier ist was Cooles. Hier sind Weißwedelhirsche. Damit können wir Nahrung und Pelze herstellen. Ich würde mal... Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Da kennen wir uns schon aus. Ich glaube, ich gehe in dieses Lager als nächstes hin. Wenn wir hier auf dieser Karte sind, in dieser Region, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir schon dass wir schon von den Wölfen auch angegriffen werden. Also nur weil wir hier sind, heißt es nicht, dass alles, was hier drin ist, wir gleich eine Interaktion haben. Wir müssen erst auch wählen, womit wir interagieren wollen. Wie gründet man eine neue Siedlung oder erweitert sich die Stadtreichweite auf Grenzen an Felder? Ja. Der Wachstum ist dafür entscheidend. Mit mehr Wachstum können wir neue Regionen erschließen. Und eine komplett neue Stadt gründest du mit Siedlern. Werden wir auch noch alles sehen. So, Hof wurde gebaut. So, und das ist unser Hof. Hier arbeiten Menschen. Das Gebiet sieht neu aus, anders aus. Und hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, unseren Hof zu optimieren. Zum Beispiel mit einem Pflug, mit Dünger. Und das ist eher Late Game. Energie haben wir hier nicht. Was macht er? Er verbraucht ein Holz. Jetzt wird's interessant. Er verbraucht nämlich ein Holz, aber er produziert viel Nahrung. Jetzt haben wir ein Holz weniger hier oben. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt noch einen Hof mehr bauen, sind wir plus minus null beim Thema Holz. Nicht so gut. Ich habe hier nichts zum Optimieren, also bleiben wir dabei. Was wollen wir jetzt? Neues Projekt. Werkstatt. Warum will ich die Werkstatt? Die Werkstatt kann nämlich Dinge produzieren, die wir gut finden. Steinwerkzeuge oder auch Körbe. Körbe können wir als Annehmlichkeit benutzen oder Werkzeuge in anderen Produktionsgebäuden, um die wieder zu verstärken. Einen Holzfäller haben wir hier noch nicht. Tatsächlich gibt es keinen Holzfäller. Es gibt ein Sägewerk. Aber wie du siehst, ist da noch nichts verfügbar. Also machen wir eine Werkstatt. Und die Werkstatt machen wir hier ganz klein dahin. Die Werkstatt dauert 5 Runden. So. Hier gibt es nichts zu optimieren. Plus 6. Läuft. Okay, ich denke, dann habe ich alles. Dann können wir gleich in die nächste Runde. In den nächsten Zug. So, der ist jetzt hier an der Karte angekommen und jetzt soll er im nächsten Zug das aufsammeln. Die Wölfe stören uns erstmal nicht. Und das ist auch schon wieder der Zug. Wir haben jetzt mehr Prestige erlangt. Sind noch auf Platz 1, wie es aussieht, aber wir haben auch keine weitere Nation kennengelernt erstmal. Forschung abgeschlossen. Wein und Gärgrube. Gute Sache. Nächste Forschung. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich etwas, was wir damit Reis tun können. Deswegen nehmen wir den Kornspeicher. Kornspeicher. Yes. Brot. Getreidelager. Die Töpfe sind halt auch nicht schlecht. Bogenschützen. Ja, wir gehen auf den Kornspeicher. 7 Runden. Wählen wir das mal. Du brauchst unbedingt das Rad. Best Invention ever. Ach, das Rad braucht niemand. Die Azteken und Inkas haben das auch nie erfunden. Ja, Bofost, ne? Habe ich auch irgendwo mal gelesen. Oder es hat mich sehr überrascht, weil die ja eigentlich eine sehr fortgeschrittene Zivilisation. Ansichtssache. Sie hatten ja kein Rad. Das Rad wird sich niemals durchsetzen, ja. Schlitten.
Super, okay, also wir haben das ausgesucht. Und jetzt haben wir hier Einheiten untätig, das ist das hier. Also ihr könnt eigentlich auch wenig Fehler zu Beginn machen, denn wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, guckt ihr einfach hier hin, ob irgendwie was sehr Relevantes, sehr Wichtiges zu tun ist. Also dieser Button hier unten wird euch immer sagen, ey, du hast noch eine Militäreinheit, die du bewegen kannst, du hast noch einen Speer, den hast du noch nicht benutzt, du kannst in deiner Hauptstadt noch was bauen, oder. Also fand ich ganz gut. Man kommt wirklich gut rein hier. Wir wollen kämpfen. 3, 1, kriegen wir hin. So, und ihr seht meine Speer. Das ist nicht einfach nur ein Speertyp. Das ist eine ganze Einheit, ne? Und die bekämpfen jetzt in dieser Runde die Wölfe. Ja, also auch die ganzen Schlachten sind animiert. Auf der Karte. Und nicht so wie in Millennia bei so einem anderen so Pop-Up-Bild. Sondern du siehst das hier alles, was so passiert. Ist auch gut für die Nachvollziehbarkeit. Gerade wenn man im Krieg ist, weiß man dann, ah ja, hier hinten, da ist eine Schlacht, da oben ist eine Schlacht, da kommen Geräusche, da sehe ich auch was, dass da was läuft. So, nächste Runde. Raubtier, 5 Nahrung und 1 Pelz haben wir jetzt dafür gekriegt, dass wir die Wölfe gekillt haben. Aber wir haben auch ein bisschen Damage genommen. Ist nicht so schlimm. Wir gehen aber hier zum nächsten. Das können wir ab, das bisschen Damage. Ich dachte, das braucht nur wenig Material. Die Azteken kannten schon das Rad, aber nur als Spielzeug. Ja, es gibt doch auch dieses eine Spiel, was so ähnlich wie Basketball ist, ne? Wo sie so einen Ball durch so ein Rad schließen müssen. Wirft er dann einen Baumstamm? Yes. Wir haben den Speer noch nicht erfunden. Das ist ganz schick, ne? Deswegen sage ich ja, es ist auch ein Spiel fürs Auge. Also man kann sich auch einfach chillig hier hinstellen und einfach das Spiel ein bisschen daddeln und es ist cool. Es ist auch für so einen anstrengenden Nach einem anstrengenden Tag gut spielbar das Game. So, nächste Runde. Das hier wieder alles produziert. 6, 18 und 1. Top Sache. Wir sind hier wieder bei 18. Der soll diese Wölfe bekämpfen und hier haben wir einen Stamm der Uruapan. Und wir erinnern uns, wir spielen ja mit Benito Juarez und Sohn des Volkes. Stämme werden dir gegenüber niemals am Anfang an feindselig sein. Die können feindselig sein, wir haben aber dieses Problem mit unseren Anführern nicht. Also haben wir hier keinen Stress mit dem. In dieser Situation ganz cool. Mexiko-Stadt. Wachstum in einer Runde. Und das auch in einer Runde. Ich glaube, dann wird jetzt viel passieren. Genau. Ihr seht jetzt alles, was hier rechts so passiert. Okay, das ist durch. Wir werden mal hier jetzt hingehen. Ich will mal sehen, was hier so alles existiert. Genau. Hier haben wir wieder was erlangt. Und jetzt wird es interessant. Unsere Hauptstadt ist jetzt genug gewachsen. Und wir können eine weitere Region. Nicht beschlagnahmen. Eine weitere Region eingliedern. Oder beanspruchen. Ja, da oben steht's. Und ihr seht jetzt, jede Region produziert passiv etwas anderes. Die Menge. Diese 4 Sachen sind meistens immer Standard, manchmal sind es aber auch nur 3 oder 2. Und da können wir natürlich sagen, okay, was fehlt uns so ein bisschen? Uns fehlt sehr viel Holz. Vielleicht könnten wir diese Region nutzen, denn da kriegen wir passiv 3 Holz dazu. Oder das. Das Ding ist jetzt allerdings, wir haben ja diese eine Forschung mit Gärung und das würde ich gerne nutzen. Deswegen werden wir hier hingehen, denn ich will Wein anbauen. Also beanspruchen wir Leon. Reis und Wein kriegen wir dazu, genau. Das ist jetzt unsere Region. Und wie gesagt, Entscheidungen jetzt. Das Durchziehen der Entscheidungen kommt immer in der nächsten Runde. Aber das ist jetzt unseres. Projekt wählen. Werkzeugfabrik wurde gebaut. Wir wollen... Ja, jetzt wird's knifflig.
einen Siedler. Speer, Speerkämpfer. Werkstatt und Hof habe ich ja hier schon. Eine Wohnung. Wie viel Platz haben wir denn noch? 2 von 5. Okay, das reicht noch. Dann würde ich in dieser Runde... Speerkämpfer. Speerkämpfer verbrauchen eine Nahrung. Ja, wir werden einen Speerkämpfer zusätzlich reinholen. 2 Runden dauert das. Damit wir auch in der anderen Richtung expandieren können. Und da haben wir schon eine militärische Einheit. Das machen wir jetzt. Ja. So, unsere Werkstatt. Die kann auch Dinge produzieren. Und was produzieren wir hier? Wir können Körbe oder Werkzeuge erstellen. Und ich werde erstmal ein Werkzeug erstellen. Damit wir danach das gleich hier einsetzen können. Für die Werkstatt, damit die noch schneller produziert. Werkzeug. Erstmal bitte 1 herstellen. Und dann machen wir mal einen Korb, damit wir auch gesehen haben, was wir in so einem Korb anstellen können. Und, ich kann keine weitere Blaupause machen. Schade, okay. Das wäre schön, wenn ich noch was Drittes... Nee, dann möchte er das hier hinstellen. Okay, lassen wir es so. Also das wird jetzt hier bei der Werkstatt produziert. Nächste Runde. Was hat mein Speer hier gefunden? Okay. Jaguar, Wölfe. Geh bitte weiter hier runter. Und gleich nächste Runde. Nun, ihr seht hier, diese Region produziert auch schon bereits Nahrung und Holz für mich. Und das ist super. Also hier kann man wirklich keinen Fehler machen, denn selbst wenn ihr vergessen habt, dass es hier Reis und Wein gibt, ihr seht das hier. Und dann schlägt das Spiel auch für euch vor, hier einen Hof zu bauen, weil das eine gute Entscheidung ist. Denn ihr könnt mit dem Hof hier in dieser Region was Besseres produzieren, anstatt dass ihr jetzt hier eine Siedlung, ein Haus hinstellt. Also hier Hof, wir wollen Weinreben. Und dieses Hof sieht natürlich auch anders aus als dieser Standardhof. So, wir produzieren das. Und ich würde gleich danach ein zweites Projekt machen. Und zwar das hier. Ah, schön. Dann haben wir hier auch diesen Reisanbau. Und so langsam bilden sich hier auch Straßen. Regionen werden größer. Hier haben wir schon die ersten Straßen, die gebildet werden. Oder Gehwege, Straße kann man das ja noch nicht nennen. Leute arbeiten hier. Hier gibt es eine kleine Brücke, weil wir das jetzt erschlossen haben. Die Brücke war vorher nicht da. Vögel, die hier rumfliegen. Nice. Okay. Gut. Speereinheit ist da. Die wollen wir hier stationieren. Wir haben aber nicht so viele Einheiten, die wir einsetzen können. 1 von 2. Und in der nächsten Runde kommt meine Speereinheit. Was haben wir hier entdeckt? Wir gehen mal hier. Wir gucken, was da so existiert. Und jetzt haben wir Kornspeicher erforscht. Getreidelager, Brot, Kornspeicher und natürlich Reiskorn. Optimal. Du gehst dahin als nächstes. Und was erforschen war? Tierzucht. Die Tiere sind noch sehr weit weg. Bogenschützen. Es gibt uns auch Prestige, die Bogenschützen zu erforschen. Wachturm, Jagdlager, Keil? Speiseöl, Kräuter, das ist eher nicht so mein Ding. Hier Drogerie. Warte mal, eine Drogerie braucht... Es gibt uns halt auch Gesundheit und Wissen, Kosten, laufende Kosten. Ah, wir brauchen nicht unbedingt diese Kräuterarznei, oder?
Schalt den Abbau von Teeblättern. Vielleicht nehmen wir was. Fischernetze, Stonehenge. Ich sehe hier keine Fische. Seil. Sägewerk. Okay, Sägewerk ist wichtig. Wir nehmen Sägewerk. Also auch das. Es gibt manchmal auch Technologien, da sieht man ein Gebäude bei mehreren Technologien wieder. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ihr könnt natürlich euch für eins der beiden entscheiden. Oder ihr sagt, ihr forscht auf beides. Aber manchmal findet man so ein paar dieser Sachen auch in anderen wieder. Ist mir aufgefallen. So, Speerkämpfer ist da. Speerkämpfer, da ist er. So, und wir wollen mit ihm jetzt hier im Norden erkunden. Okay. Welt kursieren Gerüchte über ein beispielloses Unterfangen. Ein monumentales Grab, das alle anderen übertrifft und bis in den Himmel reicht. Dieses großartige Gebäude soll nicht nur eine letzte Ruhestätte für einen großen Anführer sein, sondern ein Symbol für Macht, Vermögen und technologisches Können. Wer ein solches Wunderwerk errichtet, würde sein Vermächtnis für die Ewigkeit sichern. Und sein Name würde auf ewig mit Ehrfurcht geflüstert werden. Ja, die große Pyramide von Gizeh ist freigeschaltet worden. Ist das wohl bekannteste Beispiel dafür? Wurde im Jahr sowieso als Grabstätte und so weiter. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Pyramide von Gizeh zu bauen. Wenn wir natürlich alle Rohstoffe haben und Technologien. Und das gibt uns eine Menge Prestige. Hier haben wir natürlich auch wieder das Spannende, wenn man im Multiplayer ist. Na, ich sehe ja immer Singleplayer, Multiplayer. Das könnte schon mal das erste Wettrennen sein. Wer baut als erstes die Pyramide, um sich dieses Prestige zu ergattern, um nicht in Vergessenheit zu geraten, ja? Wir wollen ja immer genug Prestige sammeln. Das ist einfach nur das hier. Aktziele. Wir sind ja im Akt 1. Ja, Hammerstadt Benin kann man somit vergleichen. Maybe 5 Jahre alt. Ist was anderes? Sind die Speerkämpfer reine Militäreinheiten oder können die zum Beispiel wilde Tiere, Wölfe, Bären bekämpfen? Ja, die können natürlich auch Tiere bekämpfen. Das ist richtig. So, dann. Hier müssen wir noch so ein bisschen warten. Genau, wir produzieren ja Werkzeuge erst in 7 Runden. Und ich würde sagen, wir haben ja vorhin genug Materialien gesammelt. Lasst uns doch diese Materialien einsetzen bei der Fertigung von Werkzeugen. Und schon produzieren wir ein Werkzeug in 3 Runden und nicht mehr in 6 oder 7 Runden. Könnten auch noch Geld einsetzen oder Holz. Aber Holz haben wir sehr wenig, das reicht mir erstmal. Aber da haben wir schon 3 Runden gewonnen. Und ein Werkzeug ist schon gebaut. Ein Werkzeug kommt hier rein. Und dann sollten wir auch nochmal schneller produzieren. Produktion pro Zug 0,2, okay. Also nicht in ganzer Zug, sondern nur 0,2. Ja, okay. Das macht jetzt hier keinen großen Unterschied. Aber es ist gut, dass wir das haben. Flug. Ah, da haben wir nichts. Dann gehen wir mal weiter. Bis zu welchem Zeitalter? Das weiß ich nicht genau, wo das Maximum ist. Ich glaube, das Maximum ist eher auf Runden festgelegt. Was heißt, ich glaube, ich weiß, das Spiel ist auf Runden festgelegt. Kommt darauf an, wie du es einstellst, wie viele Runden du spielen willst. Die Maximalzahl an Runden kann ich dir gerade nicht sagen. Weiß ich nicht im Kopf. Also auf jeden Fall kannst du einstellen, dass es 100 Runden gehen soll, 300 Runden. Mehr weiß ich gerade nicht. Die Frage muss ich nachreichen. Irgendwann anders beantworten. Gehen wir mal hier hin. Ich will gucken, ob hier schon Schluss ist oder ob es hier noch weitergeht. So, der Speer bewegt sich natürlich auch ein bisschen schneller als unsere Einheit hier. Ah, Waldfestung. So, diese Events kommen immer wieder mal. Ein höchst aufgeregter Junge, der nicht älter als 16 Jahre ist, betritt unseren Hof. Er erzählt, dass er
und seine Freunde auf Bäume kletterte und dass er von einer riesigen Eiche in einen erhöhten und unnatürlichen runden Hügel und Rauch entdeckte, bis von einem entfernten Lagerfeuer aufstieg. Er bittet um Unterstützung, um die Entdeckung sicher zu erkunden. Wir könnten einen Speer hinschicken. Minus 10 Zufriedenheit. Aber wir kriegen Schmuck und Keramiktöpfe. Den bewaffnen. Okay, das macht, Moment, Schmuck, Keramiktöpfe, oder ignorieren. Wir machen das mit einem Speer schicken. Annehmlichkeit aktiviert. Ah, jetzt ist Folgendes passiert. Ein Schmuckstück ist, wurde verbraucht. Meine ich. Ja, doch. Und jetzt kommt das, wird das nächste gleich hier eingesetzt, das wir produziert hatten. Sehr gut. Schmuck. Ja, wir haben auch keins mehr. Verbrauch 0,1. Inventar? Ah ja, vier Schmuck haben wir noch übrig. Aber es wird nichts erstellt. Also irgendwann haben wir keinen Schmuck mehr. Genau, dafür machen wir aber fest mal. Hm, passt. Was haben wir hier? Ja, gehen wir mal weiter nach Süden. Und du bekämpfst mal die Wölfe. So, jetzt sehen wir auch diese Einheit, ne? Ja. Die werfen jetzt die armen Wölfe ab. Mit ihren ganzen Speeren. Das können wir auch von weiter weg sehen, ne? Dass hier irgendwas passiert. Ah, hier sind Kühe. Ziegen. Ups. Typischer Stadtjunge. Bist du welchen Zeitalter? Ja, es spielen ja wirklich alle aus der Ecke. Ara? Das sind verdammt viele Speere. Alle? Wirklich alle? Ich guck mal. Da sind schon ein paar Leute hinzugekommen. Ist halt so, ne? Ist aber ein neues Spiel. Ist doch klar, dass jeder, der eine Preview-Version hat, das auch zeigen möchte. Man kommt schon mal ein neues Spiel raus, das ganz toll ist. Da will doch jeder die Möglichkeit haben, das zu präsentieren, ne? Ist ja auch für euch gut. Dann könnt ihr aus der Vielzahl von Streamern euch den rauspicken, wo ihr das am liebsten euch anschauen wollt. Ziegenmilch oder Ziegenkebab? Sind verdammt viele Spiele, ja. Gut, die wurden besiegt. Jetzt haben wir unsere Einheiten hier. Ah, das ist Quatsch, Margok. Das weißt du auch, ne? So. Nächste Runde. Seilerei. Seile, Fischernetz, Stonehenge, Sägewerk. Alright. Was haben wir hier? Ach, Schalentiere sind das. Die geben uns Nahrung. Schmuck, ne? Nee, Edelsteine und Salz. Alright. Nächste Forschung. Keramikladen, Tierzucht. Ich gehe mal auf die Töpferei. So. Oh, Edelsteine haben wir gefunden. Sehr viel Gold. Sehr gut. Okay. Jetzt gucken wir mal nach. Das hier wurde erstellt. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Hier ist nichts, was ich nutzen kann zum Optimieren. Wir produzieren jetzt aber hier auch mehr Nahrung. Hier machen wir jetzt Körbe.
Und Seile. Seile habe ich noch nicht gesehen, wo ich die einsetzen kann. Wir wollen aber nach den Körben mehr Werkzeuge wiederstellen. Da machen wir gerne mal so 10 Stück. Die können wir gerne auf Reserve mal hier hinpacken. Das stimmt, Unscott. Paradox hat doch sogar vor City Skylines 2 gewarnt. Das ist richtig. Bekommt man was mit seinem Krieger, einen Gegner Wolf bekämpft, aus Erfahrung? Ja. Das haben wir vorhin schon ein paar Mal gesehen. Du sammelst dann Pelze ein oder Nahrung. Das kann auch sich mal ein bisschen variieren. Das Holzlager ist fast leer, my Lord. Das stimmt, Unscott, das stimmt. Gutes Beispiel. Ja. So, in 10 Runden wachsen wir erst wieder. Das ist natürlich lange. Ein Moment. So, dann machen wir mal weiter. Nächste Runde. Meisterhafte Metallbearbeitung. Ein Schmied des Stammes interessiert ihre Waffen. Mit einem sanften Lächeln bietet er an. Danke dir. Im Austausch für Werkzeuge und Vorräte eine neue Art der Metallbearbeitung zu demonstrieren, über die nur sein verfügt. Okay, also diese Events geben uns die Möglichkeit, etwas zu kriegen, aber dafür etwas anderes dafür abzuwerfen. Ihre Technik erlernen. Wir verlieren minus 50 Materialien, kriegen aber Steinwerkzeuge und Beziehung verbessert sich mit einem Stamm. Wir können mit dem Stamm nämlich verschiedene Interaktionen auch bewirken. Wir können die Beziehung verbessern und irgendwann haben wir die Möglichkeit, diesen Stamm dann bei uns einzugliedern. Und dann kriegen wir mehr Bevölkerung und mehr Technologien. Wir haben auch die Möglichkeit, die zu bekämpfen. Das kann man natürlich auch machen. Ihre Waffen stehlen. Wir werden das mal so machen. Wir werden versuchen, die Beziehung mit dem ersten Stamm, welches wir entdeckt haben, die Beziehung sofort zu verbessern, dass wir sie eingliedern können. Dann haben wir das auch mal gesehen, wie das so funktioniert. Punkte weg und ich kann mal wieder nerven. Genau. So sieht's aus. Okay. Hier gehen wir nochmal runter, aber ich bin mir sicher, hier ist Schluss. Trotzdem will ich das mal erkundet haben. Ja, hier die Wölfe können wir bekämpfen. So. Was auch hier ganz nett ist, wir können hier auf Verbesserung umstellen. Und dann sehen wir überall bei den Gebäuden, die wir besitzen, wo welche Verbesserungen installiert sind. Also hier haben wir Werkzeuge bei den Werkstätten. Hier geht nun Flug. Die Feuerstelle. Ja, da können wir was machen. Steinwerkzeuge. 7 Runden. 6 Runden. Okay, dann haben wir hier auch wieder was optimiert. Werkzeuge sind ja da. Wir produzieren 0,2 Werkzeuge pro Runde. Und gerade haben wir noch 2 im Inventar. Gut. Darf ich das Spiel als Civ-like vorstellen? Velhadius, ich grüße dich. Hallo, hallo. Ja, sicher. Also es ist natürlich ein Civ-like. Ja, ja. Es ist dieses Prinzip. Genauso wie es auch Humankind ist oder Millennia. Okay. Das ist fertig gebaut, das ist fertig gebaut. So, Sägewerk. Ja, richtig wichtig. Wir haben noch genug auf Lager, aber ihr seht hier minus 1. Deswegen macht es Sinn, das Sägewerk als nächstes zu bauen. Und das stellen wir... Jetzt bin ich mal gespannt. Macht es einen Unterschied, ob wir es in Region 1 oder 2 bauen? Wir switchen das mal wieder um. Würden wir das in Region 2 bauen? Ah ja, Sägewerk. Ernten. 100% des Holzbetrages der Region werden der Ernteproduktion der Stadt hinzugefügt. Wir haben ja gesehen, hier in dieser Region haben wir 2 Holz.
Und hier ein Holz. Also macht es natürlich Sinn, ein Sägewerk hier zu bauen. Das werden wir auch tun. Kommt gleich unter der Werkstatt. Also hier macht es mehr Sinn. Ne, während hier wiederum mehr Nahrungssinn macht. Da haben wir ja auch schon zwei Nahrungsgebäude gebaut. Sieht was. Ey, danke für deine Streamserie. Hallo, hallo. Nerv ist dein zweiter Vorname. So, wir haben ja auch hier noch was übrig, aber da können wir es nicht einsetzen. Na gut, dann lassen wir das mal so. Die produziert noch 10 Werkzeuge. Ich würde auch mal gerne einfach, damit wir es als Reserve haben, auch mal 2 Seile herstellen. Und später nochmal einen Korb. Die Werkzeuge produzieren wir immer mit Materialien. Das lassen wir erstmal wieder sein. Ich freue mich schon, wenn ich einen Flug auch mal einsetzen kann. Wie ist es mit der Annehmlichkeit? 5 Runden haben wir noch Schmuck aktiviert. Das passt. Und wir bauen ein Sägewerk. Jo, dann sind wir hier ready. Palast für die Ewigkeit. Ein derartiger Palast ist nicht nur ein Beleg des Erfolges, sondern ehrt auch Vergangenheit. Ich kürze das ein bisschen ab. Das ist wie mit der Pyramide vorhin. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, einen Palast zu bauen. Ne? Neben der Pyramide ist jetzt auch ein Palast dazu gekommen, was wir bauen können, um Prestige zu ergattern. Das Interessante hier ist, diese Pyramide von Gizeh können wir nur einmal im gesamten Spiel bauen. Also nur eine Zivilisation. Wie nennt man einen schlafenden Kuchen? Pancake Kappa. Pancake? Ach du meine Güte. Das musst du wissen, wenn du das für lustig hältst. Warum hassen Mathematiker Seeräuber? Na, weil die Piraten Kappa. Oh mein Gott. Wie spät haben wir's? Ich bann euch alle weg, sagt der Moderator. Oh, sehr geil, sehr geil. Das sind okay, die waren okay, die Witze. Die waren schon gut. Der mit den Pancakes, der war neu. Den kannte ich noch nicht. Für den gibt es einen kleinen Pluspunkt. In Form von Danke. Also. Die Pyramide können wir im ganzen Spiel, nur eine Nation kann die bauen. Und nur einmal kann eine Nation diese Prestigepunkte beanspruchen. Bei dem Palast ist es ein bisschen anders. Der erste, der sie baut, kriegt 100. Dann kann ein zweiter sie bauen, der kriegt 50 Prestige. Und der dritte kriegt 25 Prestige. Ein Palast ist ja auch jetzt kein einzigartiges Weltwunder, was es nur einmal gab in der Geschichte. Macht Sinn, dass man es öfters bauen kann, aber es ist auch limitiert. Finde ich auch cool. So, hier Wölfe bekämpfen. Wölfe bekämpfen. So, und gleichzeitig auch mal gucken, was hier so ist. Hier ist Tabak. Wir haben ja auch Nationen, die mit bestimmten Gütern mehr herstellen kann als andere. Es gab, die Äthiopier sind ja hier auch im Spiel. Und ich meine, die können mehr Kaffee produzieren als andere und so weiter. Ne? Also jeder hat auch nochmal da so eine Spezialisierung beim Herstellen von Gütern. Und das kann natürlich auch zu einem Interessenkonflikt sorgen. Weil stellt euch vor, ihr nehmt eine Nation, die gut ist im Tabak produzieren. Dann wollt ihr diesen Bonus natürlich auch irgendwie nutzen. Also das ist interessant, ne? Da bin ich beruhigt. Ja, es band nachträglich. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Alright. Jetzt kommt das erste goldene Zeitalter auf uns. Also wir sind noch im Akt 1, ja? Das ist, so, ein goldenes Zeitalter, Nation im goldenen Zeitalter-Status eingetreten. Für die Dauer des Status erhältst du 10 Züge lang einen Bonus von 25 mehr Prestige aus allen Prestigequellen. Und das ist wichtig, weil... Erinnert ihr euch, als ich am Anfang gesagt habe, dass Nationen in Vergessenheit geraten können, wenn sie zu wenig Prestige haben.
Wir haben jetzt in dieser Zeit einen Bonus gekriegt, weil wir im goldenen Zeitalter sind. Kriegen also für ein paar Runden ein bisschen mehr Prestige. Würde jetzt zum Beispiel es wechseln zu Akt 2, würden die hier rausfallen und wir haben uns mit diesem Bonus mehr Prestige gesichert. Ist gut. So ein bisschen zur Erklärung. Prestige, Moment. Genau. Was haben wir denn da? Leoparden. Wir wollen hier hin. So, dann gucken wir nochmal hier rein, in die Hauptstadt. Habe ich irgendwas verpasst? Hier geht auf jeden Fall nichts. Wir haben hier schon 3 Höfe. Werkstatt. Sägewerk in 4 Runden. Oh, hier ist ein neuer Stamm. Hier sind Hyänen. Und hier wird es schon so ein bisschen wüstig. Wüstig. Okay. Ich gehe nur einen Schritt mal hier zur Seite und ich will gucken, was hier so ist. Vielleicht entdecken wir hier noch was Besonderes. Das wollen wir einsammeln. Genau. Trifft sich mit unserem Abgesandten, um uns über aktuelle Probleme zu informieren. Wir bauen gerade ein Denkmal, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aber unser leitender Baumeister ist krank geworden. Ah. Sein Genie kann nicht einfach ersetzt werden. Ist es möglich, uns einen Baumeister zu schicken, der uns helfen könnte, das Projekt fertigzustellen? Also, wieder ein Stamm. Wir könnten wieder die Beziehung verbessern und sie irgendwann eingliedern. Oder... Die sind so weit weg. Die sind keine Gefahr für uns, glaube ich. Ich würde das hier machen. Weil hier verschlechtern wir zwar die Beziehung, aber 5% mehr Bauproduktion in unserem Hauptort. Diesen Bonus finde ich gut. Und an Anbetracht, dass dieser Stamm so weit weg ist, nehme ich lieber diesen einen Bonus für mich mit Bauproduktion. Gut. Nächste Runde. Töpfe. Keramiktöpfe, Keramikladen. Nächste Forschung. Ja, was nehmen wir? Tierzucht scheint nicht so unser Ding zu sein hier. Wir haben, die Tiere sind hier alle zu weit weg. Kräuterkunde könnten wir machen wegen Gesundheit. Aber ich sehe hier auch keine besonderen Kräuter. Deswegen finde ich die Technologie nicht gut. Und ich finde Bogenschützen eigentlich immer cool. Jetzt nehmen wir mal was Militärisches. Bogenschützen. Oh, hier sind Bären. Da ist noch so ein Lager. Ah ja. Viele Tiere, aber sonst gar nichts. Da wollen wir schnellstmöglichst wieder raus. So, und ihr seht hier, Bevölkerungswachstum. Bald können wir wieder eine neue Region beanspruchen. Wann Sachsen als Fraktion? Porzellan und Bienenstich. Gar nicht mal so bad. Da könnte man schon was Interessantes draus machen, ne? So. Eine Runde und dann haben wir ein Sägewerk. Top. Da ist es auch schon. Und jetzt werde ich direkt hier im Sägewerk Steinwerkzeuge einsetzen. Wir produzieren in diesem Sägewerk jetzt endlich genug Holz, dass wir hier im Büdern im Plus sind. 2,2 Holz pro Runde mit Werkzeug 2,5 pro Runde. Ich kann aber auch den Experten... Wir haben ja einen Experten-Push statt. Den könnte ich auch hier einsetzen, damit wir mehr Holz produzieren. Aber ich würde es mal so lassen. Oder nee, wir drehen das um. Wir machen es so. Den Experten hier raus. Der ist gerade hier drin. Das Expertensymbol, das können sie nochmal verbessern. Das ist für mich noch
Das ist plump. Da könnte man ein schönes Bild machen, finde ich. Vielleicht passend zur Zivilisation. Reicht ja aus, wenn es einfach so ein Bild wie sowas hier ist. Aber der ein bisschen expertenähnlicher aussieht. Ich weiß nicht. Aber das ist ein bisschen zu wenig. Den nehmen wir hier raus, packen hier rein und dann sehen wir Eier. Wenn wir den jetzt hier hinstellen, produzieren wir nicht plus 1 Holz, sondern noch eins dazu. Max Stirner, du gefällst mir. Gute Idee. So, was ist das nächste Gebäude? Die Gärgrube, ja, auf jeden Fall. Da können wir nämlich aus Trauben, weil noch haben wir ja nur Trauben. Wir wollen aber mit den Trauben mehr machen. Wir machen hier eine Gärgrube rein. Sonst schon fangen an, die Produktionsketten so ein bisschen zu florieren hier, ne, im Spiel. Also wir bauen das. Der stirbt schon bald. Ja, stimmt. Die neueste Victoria 3 Multiplayer-Folge habe ich auch schon hochgeladen. Die könnt ihr euch auch schon anschauen auf YouTube, falls ihr das wollt. Ja. Da habe ich auch Max Stirner auf einem Thumbnail gepackt. Ist halt, alles dreht sich um ihn, ne? Hier zwei Runden noch, Top-Sache. Ja, ich glaube, ich würde, wenn wir jetzt nochmal beginnen würden, nicht auf Schmuck setzen, sondern ich würde das mit dem Festmahl machen. Wie viel Festmahl haben wir denn? Wir haben zwei im Inventar. Kommt, wir ändern das mal. Ah, Leute, guckt mal. Wir haben auch Körbe hergestellt. Ich kann sogar die Körbe hier einsetzen. Und dann kriege ich ganz andere Boni. Wir wollen unseren Wachstum voranbringen, also machen wir Festmahl. Und schon dauert es eine Runde weniger, bis unsere Stadt weiter wächst und wir noch eine Region beanspruchen können. Und ihr seht, so verschieden können die Strategien jetzt sein, anhand nur der Annehmlichkeiten, die ich nutze. Vielleicht will ich mehr produzieren, dann gehe ich auf das. Vielleicht will ich schneller wachsen für mehr Regionen, gehe ich auf Festmahl. Und, und. Also, das machen wir als nächstes. Von so Sachen bin ich halt mega Fan von. Ich liebe halt es, wenn man mit einer Nation in einer Runde immer verschieden spielen kann. Erhöht halt den Wiederspielwert auch. Und das werden wir dann am Samstag testen mit den anderen Streamern. Ja, wir sind eine 5er-Multiplayer-Runde dann am Samstag. Und dann werden wir... Ich werde die Leute darum bitten, dass jeder versucht, so einen Fokus zu setzen. Und wir wollen dann mal am Ende, wenn wir gespielt haben, schauen, wer kommt wie gut voran. Also, Bevölkerungswachstum ist durch. Eine Stufe. Deswegen können wir eine nächste Region uns schnappen. Und Wein ist ja voll unser Ding. Aber wir haben ja schon genug Wein. Hier hätten wir nochmal mehr Mais. Oh, mit Mais können wir Getreide herstellen. Erinnert euch, wir haben die eine Forschung mit Getreidelagerbrot. Das passt perfekt. Aus Mais können wir Getreide herstellen und dann Brot. Müssen wir nehmen. Zapopan wird unsere nächste Region. Also die Entscheidung, welche Region ich nutze als nächstes, ist auch nicht nur daran festgelegt, welche Rohstoffe finden wir dort. Welche passiven Rohstoffe werden erzeugt, wie die hier. Aber auch, welche Produktionsketten machen bei mir Sinn. Was will ich so ein bisschen weiter ankurbeln. Und gerade seht ihr so, wir machen so mit Trauben zu Wein. Wein können wir zu den Annehmlichkeiten nutzen oder zum Handeln. Und wir gehen das Thema an jetzt mit mehr Nahrung, mehr Getreide, dann Brot. Brot kann nämlich auch eine Annehmlichkeit sein für eine Stadt. So, Festmahl ist ja hier drin und ihr seht, wir sind gut gewachsen. Wir können eine zweite Annehmlichkeit reinpacken. Aber nicht alles ist immer positiv. Also Wein gibt mir eins weniger auf Wissen, aber ein bisschen mehr Zufriedenheit und ein bisschen mehr Wohlstand. Ja. Will ich jetzt schon auf Forschung verzichten? Oder wollen wir wieder auf Schmuck gehen? Oder Produktion und Wohlstand. Statt Wohlstand, Zufriedenheit. Was war Zufriedenheit? Mehr Produktion in deinen Städten. Wohlstand. Wir haben drei Schmuck noch auf Lager. Hier ist die drei, ne? Deswegen nehm ich mal Schmuck, damit das schneller weggeht. Körbe haben wir nur eins. Also packen wir das wieder rein. Super.
Kann meine Werkstatt denn jetzt mittlerweile... Nee, die kann noch keinen Flug herstellen. Schade, das müssen wir auch erforschen. Da hat der Sechste abgesagt. In einem anderen Spiel wird Mais auch als Viehbooster benutzt für Nahrung. Ja, klar, Mais können ja so für Mensch als auch für Tier benutzt werden, ja. Alkohol hat zu den besten Kulturengütern geführt, also definitiv brauchst du Alkohol. Ja. Oh, hier kann ich nicht rein. Unpassierbar. Ah, okay, so eine... Hier auch. Müssen wir hier rumgehen. Aber ich werde mal darauf verzichten zu gucken, was hier ist. Ich glaube nicht, dass da was Interessantes ist. Und das ist auch so weit weg. Wir müssen mal wieder ein bisschen mehr hier reingehen. Ja. Okay, unsere Stadt wird auch immer größer, ne? Gärgrube. Das passt. Nächste Runde. Manchmal gehen die Runden auch ein bisschen schneller, habe ich gemerkt. Es gibt halt nicht immer was zu tun. Na, egal. Wir gehen weiter nach oben. Jedes Leben wird durch sein Vermächtnis. Wow, vor allem anderen... Die Celsus-Bibliothek. Okay. Also wieder so ein spezielles Gebäude, was ich bauen könnte. Sag mal, was... Was brauche ich für dieses speziellen Gebäude? Also wir haben einmal Stonehenge. Gibt uns mehr Stadtwissen und Sicherheit. Dafür bräuchten wir aber 5 Werkzeuge und 10 Seile. Der Kornspeicher... Oh, die anderen muss ich erforschen, die Gebäude. Okay. Verstanden. Ich glaube, es wird auch bald Zeit, vielleicht mal einen Siedler zu erstellen, damit wir eine zweite Stadt erstellen können. Ja, ich warte noch. Erstmal das eine Gebäude bauen. Es gab Maisbier. Ach was. So, da haben wir die Bogenschützen. Liefert 5 Prestige, Wachturm, Jagdlager und Keilaufstellung. Ah, wir können unsere ja auch Armeen bilden. Und je nachdem können wir die Armee, die Formation so anpassen. Jetzt haben wir die Keilformation, Aufstellung erforscht. Damit habe ich noch nicht so viel gemacht, muss ich gestehen, mit diesen Formationen. So viele Kriege habe ich auch noch nicht geführt, als ich es getestet habe, das Spiel. Neue Forschung, Kräuterkunde, Tierzucht oder Bronzebearbeitung. Bronzebearbeitung heißt aber, ich steige in die nächste Ära. Und dann können wir das hier nicht mehr erforschen. Aber wir kriegen hier schon ein paar ganz nette Dinge. Ein bisschen früher als andere. Jagdlager. Hier ist ja ein Flug. Okay, Tierzucht muss ich erforschen. Wir haben hier viele Höfe. Schon 3. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich muss das hier erforschen. 5 Runden. Mit der Militäreinheit kann ich das leider nicht aufsammeln. Hier ist wieder Wein. So, Thema Alkohol. Maisbier. Ein vergorenes Alkohol- und kohlensäureartiges Getränk, das aus Mais gewonnen wird. Ein bekanntes Beispiel ist das mexikanische Corona-Bier. Chicha, ein traditionelles Getränk aus Südamerika, das oft aus Mais hergestellt wird. Es hat eine lange Geschichte und war bereits bei den Inkas beliebt. Moonshine, auch bekannt als weißer Whisky, wird oft als aus einer Maische hergestellt, die hauptsächlich aus Mais besteht. Das zum Thema Alkohol... Was man alles aus Mais machen kann, das wusste ich gar nicht. Aus Mais alleine, wow. Okay. Ein Maisschirr. So, Projekt wählen.
Ah, super. Wir haben ja diese Region. Wir nehmen das hier mit dem Getreide. Hier ist Mais. Und hier steht sogar empfohlen, ne? Also wir haben wirklich sehr viele Höfe gerade. Deswegen ist es gut, dass wir das mit dem Pflug erforschen. Damit wir diese ganzen 4 Höfe, die wir jetzt schon haben, nochmal mit einem Pflug ausstatten können, um da noch mehr zu produzieren. Also Nahrung ist echt unser Ding gerade. Kann man ruhig mal mit behandeln, sobald es geht. Also das wird erstellt. 4 Runden. Du hast eine Verbesserung entdeckt. Die Nation gehört. Klicke auf das Banner. Oh. Hier ist wieder ein Stamm. Und hier ist irgendjemand zu Hause. Okay. Thailand. Okay, sehr schön. Du hast König Ram Kamaheng aus Thailand kennengelernt. Sie scheinen beim ersten Treffen nicht beeindruckt zu sein. Kein ermutigendes Zeichen für eure künftige Beziehung. Unsympathisch. Das fängt ja gut an. Was hat er denn? So weiße Elefanten als Anführermerkmal. Wie gesagt, Anführermerkmal gibt es nur einmal pro... Die sind, wie sagt man, einzigartig pro Nation. Aber die hier, die kann man öfter bei anderen finden. So dieses Spirituelle zum Beispiel findet man wieder in sehr viele religiöseren Nationen. Dein Palast bringt einen Elefant pro Spielzug. Okay. Streitkräfte. Elefanteinheit. Na, so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln, worauf er sich so fokussiert. Okay. Geschenk anbieten. Wir könnten mal versuchen, ihn zu bestechen oder, was heißt bestechen, unsere Beziehung zu verbessern. Und ihr seht, das alles haben wir auch produziert. Und alles, was wir produzieren, damit können wir handeln oder einfach verschenken. Keramiktöpfe. Lass uns mal so 2 davon verschenken. Mal gucken, ob er das annimmt. Ausgehender Vorschlag, 2 Töpfe verschenken. Die werden staunen. Oh mein Gott, was ist das? Was tue ich damit? Hey, Paulster, hallo, hallo. Ich sehe gerade, dass alle das spielen. Was ist das genau? Für mich wirkt es wie ein Civilization 6, ja. Es ist natürlich ein Civilization-like. Aber... Es nimmt viele gute Elemente auch wieder mit, aber es hat auch viele schöne neue Elemente mit drin. Einfach zuschauen und mitentdecken. Morgen könnt ihr das alle auch spielen. So, was haben wir hier? Das läuft, die Gärgrube ist untätig, da müssen wir gleich mal schauen. Und das ist das mit den Beziehungen. Also auch die ganze Diplomatie hier zusammengefasst, Abkommen. Gut. Also, das haben wir gerade gebaut, die Gärgrube. Wir können hier keine Verbesserung reinsetzen. Die kostet uns 2 Gold pro Runde. Einen Experten können wir einsetzen, um die Produktion zu erhöhen. Und wir können herstellen Sirup oder Wein. Mit Sirup können wir wiederum schöne Törtchen herstellen, Backwaren. Ah, so weit sind wir noch nicht. Test mal. Oder wir stellen Wein her. Ich würde sagen, wir stellen nonstop Wein her. Es macht auch richtig Bock, das Spiel. Jetzt kommen gefüllte Nachttöpfe zurück. Nein! Nicht mal eine schöne Töpfe für sowas verwenden. Ist das Spiel so komplex wie Victoria 3? Das kann ich dir noch nicht so sagen, Stadler. Ich würde jetzt mit meinem Bauchgefühl sagen... Nein, aber trotzdem ist der Wiederspielwert, glaube ich, hier sehr hoch. Das Ding ist, Victoria 3 ist von der Komplexität ja auch ein Brett, ne? So, und ihr seht auch, wie sich die Stadt hier alles so entwickelt. Straßen.
Okay. In 13 Runden stellen wir Wein her. Geht das nicht schneller? Ja, es geht schneller. Wir haben ja Trauben. So, und schon stellen wir Wein in 6 Runden her und nicht in 13. Natürlich, wir müssen die Trauben dafür verwenden. So, und hier die Trauben. Da fehlt noch ein Flug. Hier ist ein Hof. Nochmal schnell rüberschauen, ob ich was verpasst habe. Ah, hier Seil. Meine Werkstatt kann auch ein Seil nutzen, um schneller zu produzieren. Das machen wir natürlich auch. Top Sache. Gibt es noch irgendwo Seile, die ich anwenden kann? Kann ich mir das schon mal merken? Nee. Hilfe, nein. Hier können wir auch Wein verwenden. Meine große Feuerstelle, wo sich die Leute sammeln, die können auch Wein kriegen. Produktion pro Zug 0,2. Ich bin ja immer so jemand, der gerne vergleicht, wie sich das verbessert hat. Jetzt würden wir ein Fest mal in 8 Runden machen. Mit Wein. Eine Runde haben wir gewonnen. Alright. Ja. Weiß ich Bescheid. Ein kunstvoll verziertes Paket mit einer eingeschriebenen Schriftrolle eines Stammesführers liegt auf unserem Schreibtisch. Die Nachricht lautet, wir laden auf Weinprobe. Grafisch ist das Game gut, ja. Solltet ihr teilnehmen, gebt bitte die Informationen in dieser Rolle weiter, die unsere Regeln und Gebräuche erklärt. Also was die Grafik angeht, kommt hier bisher kein Civilization-likes Spiel ran. Das ist hier bei Weitem besser, ja. So, Angebot ablehnen, akzeptieren oder das Buch zu lesen. Was haben wir hier? Bauproduktion, Beziehung. Das ist wieder so ein Stamm, der sehr weit weg ist. Deswegen will ich hier die Beziehung nicht unbedingt verbessern. Ich will hier lieber die Bauproduktion bei mir in der Hauptstadt mitnehmen. Servus, Rakaton. Hallo, hallo. Machen wir das mal. Ihr seht ja, wie weit die weg sind. Und hier haben wir die erste Nation. Das waren ja die, wer war das nochmal? Thailand war das ja hier oben. Dann gehen wir mal weiter nach Süden. Richtig, Rakaton, richtig. Beziehung geändert. Oh, nice. Es hat funktioniert. Beziehungen sind besser geworden. Aber wir sind von unsympathisch auf neutral. Immerhin. Ah, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt? Ich weiß gerade nicht, was dieser Regenbogen hier macht. Wissenschaft geht runter, ne? Ist nicht so hoch bei uns. BVB, moin, hallo. Das dauert noch 6 Runden, das dauert 2 Runden. Okay. So, unser Speer kann das hier mal entdecken. Aha. Hier haben wir was gesammelt. Wir haben Sirup gesammelt. Okay. Neues Projekt. Sägewerk. Das haben wir ja schon ein bisschen länger. Was haben wir eben gebaut? Aber das mal. Das ist besser zur Übersicht. Hof. Mais, genau, wegen Getreide auch. Deswegen haben wir das hingestellt. Jagdlager, Keramikladen, Werkstatt, Wohnung. Keramikladen haben wir ja noch nicht. Es wird sich, glaube ich, lohnen, auch mal einen Keramikladen hinzustellen. Hier haben wir die Gärgrube, Keramik.
Nationenlimit. Wir können maximal 8 machen und haben 0. Ich glaube, dann stelle ich den hier hin. Das passt hier mit dem Wein, Gärgrube, Keramik. Kann ich mir das gut merken. Also, es kommt hier rein. Der Anführer des Stammes beobachtet desinteressiert, wie sich einer. Nehmen das mal. Ich mache das mal ein bisschen fixer. Wir wollen mal gucken, was hier sich so verbirgt. Denn wir müssen auch mal gucken, wann wir die nächste Stadt gründen. Und ob wir, wohin wir expandieren wollen. Weiter Norden, Süden, Westen. Dafür müsste ich halt auch wissen, was sich hier ver... Ja, was da so drin ist. Was haben wir hier? Da habe ich noch nichts gemacht. Wir haben doch mit der Werkstatt jetzt einiges mehr produziert. Seile. Wann haben wir den Flug? Ah, in 2 Zügen. Okay. Darauf warte ich halt die ganze Zeit. 4 Holz. Ich glaube, das ist gut gebalanced hier, was wir wovon produzieren. Seil gefertigt. Super. Dahin bitte als nächstes. Oder gleich hierhin direkt. Da ist es, Flug. So, wir gehen zu unserer Werkstatt. Die ist hier. Nein, das ist Sägewerk. Werkstatt war ich schon richtig. Und jetzt können wir Flüge erstellen. Und davon machen wir gleich mal 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch einen Flug übrig. Weil mir das Thema so wichtig ist, wollen wir dafür Geld ausgeben, um das schneller zu erstellen. So, in 2 Runden produzieren wir das schon. Und Materialien... Ah, es hilft nicht. Das können wir so lassen. Also in 2 Zügen haben wir schon Flug erstellt. Nächste Forschung. Also ich würde auf diese Kräuter, die Drogerie... verzichten und ich gehe jetzt in die Bronzebearbeitung. Yes. Ah, Füchse. Für Mäntel. Nächste Richtung Wald, denke ich. Holz wird wahrscheinlich viel gebraucht. Bauen und so. Vielleicht entdeckt man im Wald ja auch Jagdtiere. Ja, in der Tat. Hier sind auch tatsächlich ein paar mehr Tiere. Und das sieht auch so ein bisschen waldiger hier aus, ne? Wobei hier alles sehr viel mit Wald. Ah, ich weiß, warum unsere Stadt jetzt so leuchtet. Weil wir die Zufriedenheit bei 100 haben, glaube ich. Deswegen haben wir dieses hier. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, das ist deswegen. Ich kriege ja hier keine... keine Erklärung für, warum ich jetzt hier so einen Regenbogen die ganze Zeit hier habe. Aber ich glaube, das ist deswegen. Das Zeitalter? Nee, das hat nichts mit dem Zeitalter zu tun. Das haben wir ja schon seit ein paar Runden und ich glaube, das ist deswegen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, hier haben wir Wein, da müssen wir eigentlich auch einen Hof hinstellen. Sieht sehr viel Höfe, ne? Sehr viel Landwirtschaft tatsächlich gerade. Aber wir müssen auch mit dem mitspielen, was wir hier halt so finden können. Gut, Keramikladen ist fertig gebaut. Natürlich wollen wir mit dem Keramikladen Keramiktöpfe herstellen. Mehr kann er bisher nicht. Wir machen ein Werkzeug. Ein Keramikladen pro 4 Runden. Jetzt machen wir das in 3 Runden. Boosten will ich das nicht mit Vermögen oder Materialien. Das reicht auch 1 pro 3 Runden. Wir müssen auch darauf Acht geben, dass wir hier nicht übertreiben. Wir machen gerade Minus. Wir haben noch eine gute Reserve an Gold, aber wollen nicht übertreiben. So, dann hätten wir hier alles entdeckt.
Interessant. Hier ist schon Schluss. Das ist interessant. Hier sind Schafe und hier sind die Alraunpflanzen. Die können wir für Kräuterarznei nutzen. Das ist das, was mir fehlt. Sehr weit weg. So, wir haben einen Flug erstellt. Nahrung ist bei plus 35. Gold, Holz. Wir nutzen das erstmal hier. Ein Flug, 6,2 Nahrung, 6,8 Nahrung. Die nächsten, wie viele haben wir denn jetzt? Flug. Okay, wir müssen warten, bis die nächsten kommen. Ja, also hier haben wir alles. Da oben ist irgendwas. Wie gehen wir weiter? Das sieht so nach Küste aus. Also ich kann mir ausdenken, das ist ein Kontinent und das hört hier so auf. Schauen wir mal hier nochmal rein. Dann müssen wir uns bald entscheiden, wo wir die zweite Siedlung aufbauen oder die zweite Stadt. Das nächste Projekt. Ah, Metzgerei. Sägewerk, Werkstatt, Wohnung. Wir sind bei 3 von 5. Bald haben wir keinen Platz mehr. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Jagdlager, Hof. Kornspeicher. Dafür kriegen wir ein Prestige. Die Gesundheit erhöht sich. 50% der Nahrungserträge der Region werden auf die Ernteproduktion von jedem Hof in dieser Region angerechnet. Also Kornspeicher neben Höfen, sehr gut. Hier haben wir 2 und hier haben wir auch 2, aber es ist schon voll. Also stellen wir einen Kornspeicher hier hin. Hier macht es Sinn. Vier Runden sind das. Geht dann mal weiter runter. So, was haben wir hier? Bisonherde. Ziegen. Ziege. Wir könnten die zweite Stadt hier hinstellen. Hier ist nämlich auch ein Fluss. Ich weiß, da gibt manchmal Boni. Oh, guckt euch die Herde mal an. Die interagieren auch, je nachdem, wie ich mit der Maus hier, ich kann die so ein bisschen wegschubsen. Okay, cool. Nice. Bisonherde sieht interessant aus. Ich denke mal, wir stellen die Stadt dahin. Weil hier haben wir Füchse. Das müssen die noch übersetzen. Fox. Ziegen. Bison. Ziegen. Das ist eine sehr gute Region. Ja. Wir machen hier die nächste Stadt. Gleich hierhin. Dann haben wir gleich 2 neue Ressourcen. Da scheucht er wieder die Kleinen. Büffelherde, da gibt es sehr viel Corned Beef, ja. Mensch, dann haben wir ja schon Weinbrot und dazu Corned Beef. Da können wir ja schon hier Tacos mit Wein machen. Lecker. Der kann jetzt mal stehen bleiben, warten bis geheilt. Das kriegen wir. Das klingt sinnvoll. Übrigens, hier rechts wird mir auch angezeigt, was so alles produziert wird in der Runde. Und ich habe gerade einen Flug gesehen. Wir müssen mal wieder die Flüge einsetzen. Dafür gehen wir in die Übersicht. Hof, Wein. Ein Flug. Und hier auch. Haben wir noch einen? Nee. Müssen mehr hergestellt werden. So, das Geld. Das ist jetzt mir ein bisschen zu viel. Die Werkstatt. Da haben wir ja Geld eingesetzt.
damit wir schneller produzieren. Muss nicht mehr sein. Dann machen wir wieder ein leichtes Plus. Okay, das passt. Handwerker. Keramikladen läuft. So, wir hatten wieder ein Bevölkerungswachstum vorzuweisen. Also nächste Region. Ah, wir können natürlich auch in mehr Regionen uns schnappen. Hier wären Schalentiere. Bau Fischernetz oder Fischzuchtanlagen. Verbesserung. Nahrung, Salz oder Edelsteine abzubauen. Das klingt nicht übel. Kriegen wir auch Geld und Nahrung. Kannst du die Nahrung investieren, zum Beispiel Bevölkerungswachstum zu boosten? Also dadurch, dass wir ja schon mehr Nahrung produzieren, erhöhen wir das ja schon, ja. Ansonsten mit Annehmlichkeiten können wir nochmal das boosten. Das hatten wir schon vorhin gemacht. Du hast viel, ich weiß. Ich finde das hier interessant. Holen wir mal diese Region mit rein. Die Region ist natürlich etwas kleiner, ne? Nur zwei Felder. Aber das mit dem hier ist interessant, mit dem Schalentier. Nehmen wir die Region mal. Wir gucken mal, was da so drin ist, was man draus holen kann. Genau. Dann machen wir als nächstes Projekt nämlich hier ein Fischernetz. Ah ja. Noch sind sie unter Wasser. Gibt es auch Naturkatastrophen, zum Beispiel Dürre oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Seefahrt, sowas in der Richtung haben wir ja schon erforscht. So. Okay, das ist unser Kornspeicher. Kostet uns 2 pro Runde. Und wir können Getreidelager produzieren. Sowas hier. Hergestellt von Kornspeicher, Mühle oder Windmühle. Als Annehmlichkeit produziert 30 mehr Nahrung in der Stadt und erhöht Stadtwachstum nochmal. Die Dinger sind gut für Wachstum. Das ist nice. So, wenn wir jetzt nochmal Töpfe hier reinpacken, produzieren wir das in 4 Runden schneller. Ein Seil. 7 Runden. Nice. Cool. Jetzt muss ich nur aufpassen. Wie viele Seile haben wir noch? Keine Seile mehr, glaube ich. Zwei Seile, damit wir immer welche zur Verfügung haben. Und ich glaube, wir haben auch wieder mehr Flüge. Hof. Nee, ist noch nicht ready. Dann warten wir. Der Heiler eines nahegelegenen Stammes schickt eine besorgniserregende Nachricht. Unter seinen Leuten breitet sich eine Krankheit aus und wie es scheint, immer schneller. Da die Anzahl der Fälle. Die kriegen wir Prestige, Beziehung mit dem Stamm verbessern. Ja. Ich will versuchen, es zumindest mit einem Stamm so zu machen, dass wir das eingliedern können. Die anderen Stämme sind mir egal, weil die so weit weg sind. Aber das möchte ich gerne eingliedern. Also Beziehung verbessern, soweit es geht. Der hat sich geheilt, der kann jetzt nach oben. Das Spiel hat herangezoomt, was von Dorfromantik. Ja. Oder Siedler von Katan. Okay. Ja. Hafen, Werft, Fischerboote.
Yes. Baue ich schon. Gerade hingestellt. Vorhin. In 2 Runden ist es fertig. Schmuck wurde hergestellt. Noch eine Runde. Töpfe. Lager. Annehmlichkeit. Oh, was ist hier? Eingehender Vorschlag. Offene Grenzen. Ja, okay. Bringt mir tatsächlich was. Weil der hat diese Region hier oben. Können wir hier besser passieren, falls wir das irgendwann mal wollen oder müssen. Meine offenen Grenzen stören ihn ja jetzt nicht so in dieser Ecke. Ah, und hier ist jetzt erstmal Schluss. Dann holen wir unsere Militäreinheit mal wieder nach Hause. Wir stellen keine Flüge her, ne? Mit der Werkstatt. Seile. Und danach wieder die Flüge. Okay. Dann lassen wir ihn das weitermachen. So, nächstes Projekt. Wir stellen einen Siedler her. 4 Runden. Wir wollen nämlich die nächste Stadt bauen. Da haben wir das auch gesehen. So, hier sind sie. 2 Nahrung. Ah, man sieht sie sogar arbeiten. Und jetzt können wir einstellen, was wir sammeln wollen. Also hier ist es sehr interessant, weil hier haben wir 3 verschiedene Optionen. Wir können einfach nur Fische angeln für Nahrung. Wir können Salz holen. Mit Salz wiederum können wir auch wieder andere Sachen machen, wie ihr hier unten seht. Okay, mein Bildschirm ist davor. Verzeihung, das seht ihr gar nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich hier besser aufgehoben bin. Müsst ihr mir auch mal sagen. Aber ich glaube, hier störe ich weniger, ne? Weil jetzt seht ihr hier, dass wir alles auch mit erstellen können. Diese ganzen Backwaren und so. Aber selbst hier störe ich so ein bisschen. Ja, nee, ich glaube, das überall stört die Cam so ein bisschen. Edelsteine. Ich meine, Nahrung haben wir sehr viel. Ich würde erstmal auf Edelsteine gehen. Einfach damit wir die Möglichkeit haben, das auch zum Handel zu nutzen, ne? Okay, dann machen wir das. Was macht eigentlich unser Prestige? Jetzt hat sich da ja was angehäuft. 339. Unser Nachbar aus Thailand hat 295. Wir sind also noch auf Platz 1. Gut. Mal sehen, was wir hier oben so entdecken können. Gehen wir mal hier weiter. Der geht nach Hause. Ah ja, hier sieht man auch, wie er sich bewegt. Wie viele Runden das dauert, ne? Weil ich habe den da ein paar mehr Aktionen vorgeschoben. Wir gehen mal wieder hier rein. Verbesserung. Flug ist immer noch nicht ready. Ja, die Seile machen wir ja, stimmt. Da haben wir auch Seile. Was ist mit unserer Versammlungsstätte? Nee, da geht nichts rein. Wein, Seil oder Werkzeug ginge hier. Annehmlichkeiten passen. Auch in der nächsten Runde. Nee, in 6 Runden haben wir wieder Wachstum. Da könnte man tatsächlich schon, weil wir wissen, dass hier die Grenze erreicht ist, dann da schon mal eine Wohnung bauen. Die Wohnung platzieren wir hier. Die Wohnung wird natürlich erst, nachdem wir das hier hergestellt haben, dann gebaut. Wir
Okay, Bronzeverarbeitung, nice. Metallbahn, Steingrube, Kupfer, Schwertkämpfer, Jagdlager. Das alles haben wir. Und Prestige. Neue Ära erreicht. Willkommen im Zeitalter der Bronzezeit. In dieser Ära entstehen die ersten urbanen Gesellschaften mit Innovationen in den Bereichen Schrift, Handel, Anbetung und Rechtsprechung. Neue Bergbautechniken, die die Verwendung härterer Metalle ermöglichen, bringen die ersten Kriegsschiffe, Landstreitkräfte auf Räder und vielfältige neue Möglichkeiten für die Menschen hervor. Ihre Lebensqualität wird besser. In der Bronzezeit werden auch lokale Traditionen durch organisierte Religion und strukturierte Gottesdienste ersetzt. Ein neuer Eckpfeiler dieser Gesellschaften. Durch die formalisierten Gesetze und größeren Gesellschaften ist eine neue Führung erforderlich. Die ersten Pharaonen, Könige und Königinnen treten auf den Plan. So, wir haben viele neue Forschungen jetzt zur Auswahl. Gesetzbuch, Handel, Streitwagen, Segel, Weben, Mauerwerk, das Rad, Lederverarbeitung und heilige Riten. Wir können natürlich auch mehr fokussiert auf Religion gehen, aber das sehe ich in unserem Run gerade eher nicht so. Streitwagen, Segel, Docks. Toniken, das Rad, Bäckerei, ja, Bäckerei, mit unserem Mais und dem Getreide, Bäckerei, das macht Sinn, hier haben wir auch Straßenpass, das Rad, gehen wir mal hier drauf, alles dauert 14 Runden. Nehmen das. So, und hier ist er, unser Siedler. Das ist die komplette Einheit hier, bestehend aus mehreren Menschen. Und wie schon vorhin gesagt, wir wollen dahin. Das ist eine tolle Region, glaube ich. Oh, jetzt wird's richtig cool. Vorbilder. Ich habe ja gesagt, im Laufe der Zeit dem wird immer mehr und mehr kommen. Jetzt war es ja noch sehr simpel, was wir alles an Möglichkeiten haben und so. Aber es ist ja auch verständlich, ne? Im Laufe, die Komplexität nimmt ja auch im Laufe der Geschichte immer zu. Wir können jetzt ein Vorbild auswählen. Das ist auch das, was ich meinte mit, wir wählen zwar eine Nation am Anfang aus und wir können jetzt die Nation, ne, wir sind jetzt Benito Juarez, Mexiko, wir können die jetzt nicht so auf einmal zu Azteken umwandeln, aber wir können die Nation so ein bisschen umformen, indem wir allgemein uns auch Vorbilder nehmen oder Meisterwerke, die uns so ein bisschen andere Boni-Modifikationen geben. Unter anderem die Vorbilder hier. Euripides, Sun Tzu und Koleos. Koleos, Kolaeus, bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Jeder gibt einen anderen Bonus mit. Und das Interessante ist, wir können die auch verschieden nutzen. Wir können die verschiedenen Ämter einsetzen. Es gibt den obersten Berater, Inlandsberater, Kulturberater. Wir können die einsetzen, um Meisterwerke zu erstellen oder in der Streitkraft einsetzen. Ich sehe gerade, es gibt den Kulturberater, aber es gibt auch den militärischen. Manchmal ändert sich das hier, ne? Macht ja auch Sinn, dass er jetzt im Militär was macht, macht ja weniger Sinn. Hier, guck mal, der hier ist zum Beispiel auch Auslandsberater zum Thema Handeln. Also manchmal ändert sich das hier auch. Ich glaube, die ersten zwei sind immer gleich, nur der dritte kann sich ändern. Und jeder von denen kann ein Meisterwerk herstellen. Natürlich sehen alle Meisterwerke von diesen drei Vorbildern anders aus. Und wir können jetzt sagen, okay, du bist jetzt für die nächsten 10 Züge, bist du unser oberster Berater, weil wir mehr Vermögen von dir wollen. Du sollst uns mehr Vermögen geben für 10 Runden. Da kann man natürlich auch irgendwann sagen, ja gut, jetzt bist du mal Inlandsberater für mehr Wohlstand. Und dann in nach 10 Zügen sagen wir, jetzt mach mal ein Meisterwerk für uns. Das dauert aber lange. Und wir können auch sagen, wir nehmen den hier, der soll bei uns durch die ganze Zeit nur Meisterwerke machen, denn wir können eine Sammlung von Meisterwerken herstellen. Und wenn da dann, da bin ich mir nicht sicher, wie viele man braucht. Wir können eine Sammlung von Meisterwerken machen, die einander passen. Und wenn wir natürlich sagen, er soll jetzt 2, 3, 4 Meisterwerke machen, haben wir da eine Sammlung, die von ihm erstellt wurde.
das gibt uns noch mehr Prestige. Also wir können auch knallhart sagen, du bleibst das ganze Spiel über nur bei diesem Thema Meisterwerke. Damit wir immer mehr und mehr von diesem Thema von dir kriegen. Also verschiedene Möglichkeiten haben wir hier jetzt. Finde ich toll. Rest of Time Star Moinsen. Hallo, hallo. Haben wir schon Computer für unsere Feuerstelle? Oh, sehr gut. Was machen wir? Ich hatte den Eindruck, wir hatten sehr wenig auf Wissenschaft bisher. Also Euripides fände ich gut. Streitkräfte sehe ich mich eher nicht. Oberste Berater Vermögen. Ich glaube, wir nehmen den hier. Und den stellen wir bei uns. Ja. Kultur. Der kann sehr viele Meisterwerke machen, ne? Musikmeisterwerk. Gemälde, Statuen. Während die nur eins machen können. Das ist auch interessant. Eigentlich könnte man sagen, du sollst... Wir machen das so. Wir nehmen ihn. Euripides, griechischer Tragödiendichter, dessen erhaltene Werke wie Medea das westliche Drama stark beeinflussten. Hier Meisterwerksammlung. Meisterwerkset. Meisterwerksammlungen werden in Verbesserungen wie im Museum erstellt. Jede Sammlung ermöglicht die Ausstellung bestimmter Typen von Meisterwerken als Teil der Sammlung, wobei jede Meisterwerke zusätzliches Prestige pro Zug liefert. Ich glaube, der ist wie dafür gemacht. Dann nehmen wir dann doch für Meisterwerke. Kompetenz. Meisterwerk wird erstellt. Super. Ah ja, und der ist jetzt hier. Das hat sich ja auch verändert. Unsere Feuerstelle sieht auch anders aus und unsere gesamten Gebäude sehen auch anders aus. Ich glaube, das ist, hat sich verändert mit der Bronze, mit der neuen Ära. Da kam dieser Wechsel zustande. Also ihr seht, es entwickelt sich auch weiter und jetzt kommt auch immer mehr Leben in die Stadt rein. Die Leute fangen an, ja auch mehr an den Straßen rumzulatschen. Da ist viel mehr Bewegung drin. Wir können sogar die einzelnen Männchen hier anklicken. Da winkt er uns zu. Ah, super, okay. Du bewegst dich ja auch. Servus, Sika. Hallo, hallo. Es war ein rotes Ausrufezeichen bei dem Meisterwerkmacher in der Feuerstelle. Rotes Ausrufezeichen. Oh, das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Einen Moment. Getroffen. Ah, cool. Wir sind auf das Assyrische Reich. Sanherib. Ich glaube, der ist auch sehr interessant. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den nehme für Multiplayer. Der hat 33% Streitkraftbelagerungsschaden, 25% mehr handwerkliche Produktion bei Werkstätten und gibt mehr Sicherheit in der Hauptstadt. Das mit der Produktion und den Streitkraftbelagerungsschaden finde ich halt interessant. Diszipliniert ist er, aggressiv, unnachgiebig, er ist rasch. Oh, das ist nicht gut. Minus 20% Wissen. Das ist was sehr Negatives. Und mehr Bauproduktion. Also er kann gut produzieren, ist aber im Forschen nicht so gut und er ist sehr militärisch unterwegs sonst. Sehr interessant. Und Tala Vorn, ich danke dir für deinen Sub im 18. Monat. Yes, Arise is your untold. Kommt morgen raus. So, und dieser Nachbar, der ist jetzt hier neben den anderen Nachbarn. Okay, also die sind sehr nah beieinander. Während wir hier unsere Ruhe haben im Süden. Die Flüge werden nicht fertig. Eine Runde, okay. So, Flug ist fertig. Setzen wir hier gleich mal ein.
Gut. Eine Wohnung wird hergestellt, ist auch bald fertig. Ja, jetzt wird uns hier der Weg versperrt. Vielleicht können wir hier so zwischendurch gehen. Und ich möchte den mal wieder nach Hause schicken. Befestigung. Ne, wir werden den hier dahin stellen. Der soll so ein bisschen zwischen den beiden Siedlungen stehen und dann machen wir auf den auf Befestigen. Ah, wieder eine neue Region. Perfekt. Was nehmen wir da? Also, wenn wir hier eine Siedlung hinstellen, der wird sich ja hier so ausbreiten. Ich möchte mit denen jetzt nicht zu sehr nach Norden expandieren, sondern eher Westen und Süden. Hier wären Tiere. Das kommt aber viel später. Wir haben jetzt keine besonderen Güter. Sonst, ja, hier ist mal wieder Wein. Aber wir haben schon zwei Weinregionen. Könnt natürlich diese Region hier nehmen. Die bietet sehr viel Holz. Könnten wir noch ein Sägewerk? Ja, das muss, glaube ich, sein. Wir nehmen die hier. Sinaloa. So, Projekt wählen. Gleich in Sinaloa werden wir Sägewerk herstellen. Das geht jetzt noch nicht. Das kriegen wir erst nächste Runde. Okay. Dann machen wir was anderes. Steingrube. Das lohnt sich hier nicht so wirklich. Werkstatt haben wir schon. Wohnung. Na, wir haben jetzt das Limit von 5 auf 10 erhöht. Metzgerei. Oh, Fertigung. Fleisch, Fisch. Keramiklagen, Jagdlager. Hof, Gärgrube, Fischernetz. Ja, dann machen wir hier noch ein Fischernetz. Nutzen wir diese Fläche. Und dann ist das Adriatische Meer auch schon komplett ausgebaut. Haben wir einmal Edelsteine und auch Nahrung hier. Ah, Familienunternehmen. Aus dem Gamer-Clan möchte ein neues Geschäft eröffnen. Er ist ein fähiger Kräuterkundiger, aber seine Familie kommt aus der Metallurgie. Ja. In der Zwischenzeit ist sein Hobby die Herstellung von Rohrflöten, die er an Händler verkauft. Bewässerung. Forschungsfortschritt, Bewässerung. Klingt gut. Nehmen wir das. Beziehung verbessern, die sind weit weg. Nehmen wir lieber hier Sicherheit für uns. Die tangieren uns nicht. So, und die sind fast da. Bald können wir eine nächste Stadt errichten. Sinaloa. So, jetzt können wir hier was hinstellen. Wir machen einen Sägewerk für mehr Holz. Da könnte man tatsächlich auch sagen, danach eine Werkstatt, damit wir nicht nur eine Werkstatt diese ganzen Sachen bauen lassen, sondern sich auch jemand anders um ein paar Dinge kümmert. Seile, Werkzeuge und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann mal das ein bisschen variieren muss. Und jetzt ist was passiert. Ich habe nicht darauf geachtet, oder es ist eben gerade passiert. Diese Annehmlichkeit, die ist nicht mehr aktiv, weil wir keine Festmahldinger mehr haben. Ist uns ausgegangen, wir haben alles verbraucht. Ich will meine Stadt, dass sie schneller wächst. Mir gefällt das hier mit dem Getreidelager gut. Gibt uns 30 Nahrung und 30 Stadtwachstum. 26 Runden wäre der nächste. Ist mir zu lange. Gucken wir mal, wie sich das erhöht. Das sehen wir erst in der nächsten Runde. Aber wir haben noch einen Platz. Da würde ich, weil wir das gerade hier haben, Körbe. Müssen wir nur aufpassen. In 10 Runden ist ein Korb verbraucht. In einer Runde ein Schmuck. In 10 Runden das, ne? Wir müssen immer neue liefern. Wir müssen uns immer darum kümmern, dass das immer genug vorhanden ist. Ah ja, hier. Schmuck wird hergestellt in 3 Runden. Wenn das hier bald weg ist, was machen wir damit? Statt Wohlstand und statt Zufriedenheit.
Ich gehe lieber auf das Thema Stadtwachstum, muss ich sagen. Das sehen wir hier mal raus. 6 Runden. Und jetzt hast du... Irgendjemand hat hier vorhin gefragt, kann ich meine ganze Nahrung nicht dafür nutzen, um irgendwelche Boni? Stimmt, Tatsache. Habe ich gerade gefunden. Wir konnten das hier einsetzen. Für Nahrung. Super. Dann haben wir auch was davon, dass wir so viel Nahrung produzieren. Aber das können wir ja auch machen. Getreide auch. Getreide produzieren wir ja auch. Getreide 1,9. Wir haben sehr viel im Inventar. Yes. So schnell können wir diese ganzen Festmehle herstellen. Super Sache. 5 Stück machen wir davon. Da haben wir genug auf Reserve. Endlossuppe. Steigt uns ein herrlicher Duft in die Nase. Wir holen uns das Prestige. Ah, wir konnten uns tatsächlich hier so durchschleichen. Und hier sind wilde Lamas. Wie sieht ihr denn aus? Okay, wenn ihr meint. Nice. Das weiße Gold, auch Salz genannt. Salz macht Lebensmittel haltbarer. Fische, Fleisch, etc. Und es schmeckt. Die Einheit können wir nochmal hier hinstellen. So, und ihr sollt hier siedeln. Ah, Ort für Versammlungshalle. Genau. Jede Stadt, die ihr baut, hat immer eine Versammlungshalle. Wie so ein Bürgerhaus oder so. Ja. Das können wir jetzt wählen, wo das hin soll. Das wird natürlich nicht hier platziert. Deswegen ist das so ein bisschen rot markiert. Weil das würde mich die Ziegen und die Büffelherde wegmachen. Die Versammlungshalle machen wir mal hier schön ins Zentrum rein. Das ist immer das erste Gebäude, das ihr bauen müsst für eine Hauptstadt oder eine neue Stadt. Irapuato heißt unsere neue Stadt. Dauert eine Runde. Entfernung zum Wasser 2. Entfernung zur Hauptstadt 4. Bewertung. Toll. Und das haben wir alles hier drin. Ansiedeln. Da ist sie auch schon. Sehr cool. Jetzt können wir hier auch bauen. Und... der Bau hier ist mit der anderen Stadt getrennt. Das heißt, wir können hier und in der anderen Stadt gleichzeitig bauen. Und natürlich, und das wollen wir jetzt alle sehen, Ziege, Bisonherde. Bisonherde, Jagdlager. Generiert Vermögen. Ah. Ich meine, das ist eine neue Stadt. Die ist sehr klein. Will ich gleich auf Vermögen gehen? Eigentlich nicht. Finde ich zumindest. Ich würde dann eher auf die Ziegen gehen. Das wäre wieder das Thema Nahrung. Jede Stadt hat auch seine eigene Produktion hier. Die produziert zum Beispiel -4. Nahrung +1, okay. Ich will eigentlich das Bevölkerungswachstum hier auch ein bisschen stärken. Deswegen machen wir zuerst bei den Ziegen so einen Hof. Na, also ein Hof kann sowohl Landwirtschaft was sein, wo zum Anbauen, kann aber genauso gut sein, dass wir mit einem Hof einfach uns um Tiere kümmern. Kann man auch dafür verwenden. Schön. Das ist unsere Region bisher. Werkstatt noch nicht. Aber müssen wir auch bauen, irgendwann. Das hier, eine Annehmlichkeit. Gleiches Thema, Bevölkerungswachstum, also. Okay, das ist interessant. Ich kann auch die Dinger von der anderen Stadt hier auch nutzen. Also wir teilen uns dieses große Lager hier. Schmuck. Wein.
Das geht leider nicht. Habe ich nicht genug? 84 Runden dauert das, bis er selber herstellen kann. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Die Städte, die er neu baut, die sind nicht von Anfang an mega produktiv, ne? Das dauert halt so ein bisschen, bis da auch was abgeht. Wenn das halt so ist, dann stellen wir hier erstmal Schmuck rein, bevor gar nichts geht. Profitieren die davon, ist ja auch gut. Schon geht das hier ein bisschen schneller jetzt. Haben wir ein paar Runden gewonnen. Die Gründer der jüngsten Eckstein. Wenden sich an uns, um Rat ich will sie hoffen, in das Fundament wissen. Der Stadt ein Leitprinzip zu zementieren. 15 Stadtwissen für 100 Züge. Da sind wir ja noch nicht so gut. So, und du sollst dich mal hier befestigen. Dann generiert auch wieder ein bisschen mehr Leben. Ah, hier ist nichts. Okay. Hof. Ich habe keine Flüge mehr. Oh. Was kann ich in Wohnung machen? Möbel. Körbe. Das Gute ist, ich muss nur einmal hier für Körbe produzieren. Und die bleiben für immer. Na, also hier bleiben die Sachen für immer. Nur hier werden sie verbraucht bei den Annehmlichkeiten. War der Siedlungsort vorgegeben? Nö, ich habe das schon selber bestimmt. Selbst die Versammlungshalle habe ich ja selber vorgegeben, wo sie ist. Okay. Handwerker. Mähdrescher. Hier fehlt noch ein Flug. Na gut. Was macht unser Speer hier? Dahin. Was ist das denn? Ah, Salz. Steinsalz. So, neues Projekt. Wir haben hier ein Sägewerk. Wasserbrunnen gibt uns mehr Gesundheit. Das ist wichtig, das fehlt uns. Da können wir den Wert auf jeden Fall verbessern. Wir stellen hier auch einen Wasserbrunnen hin. Heiliger Handel. Thailand. Es wurde ein alter religiöser Text gefunden, von dem sie glauben, dass er bedeutend. Zeitplan bestätigen, ihre Aussage zurückweisen. Die Nation, die ihn gefunden hat, wird ihre Erkenntnisse jedoch nur mit uns teilen, wenn wir anerkennen, dass ihre Religion der unseren vorausgeht. Nee. Die Beweise stünden im Text. Beziehung verschlechtert mit Thailand? Weihrauch fast 2 Runden. Religionsverbreitung für alle Städten. 5 Runden, ja. Da muss ich lieber, sage ich nein. Ja, wir gehen, ich glaube mal, Richtung Westen. Da können wir, glaube ich, mehr entdecken als hier im Osten. Ich vermute mal, dass wir bald hier nicht mehr durch können. Irgendjemand wird sich bestimmt irgendwann die Region hier schnappen. Dann sind wir hier so ein bisschen gefangen, ne? Es sei denn, wir machen offene Grenzen. Wenn wir es hinkriegen, wäre auch okay. Fertigung abgeschlossen. Körbe. Ah. Körbe. Wohnung. Körbe. Was bringt uns das? Modifikation. 3 Stadtwohnraum. 3 Stadtproduktion. 2 zusätzliche Stadtwohnraum. Was bringt mir hier ein Korb? Ah, Verbrauch pro Zug 0,1. Irgendwas hat sich hier getan. Eingang, Modifikatoren. 5 statt handwerkliche Produktion. 20% mehr handwerkliche Produktion. Ah. Eins statt Produktion, das war's. Wo sehe ich denn das hier wieder?
Ah, hier, als Versorgung. Vorräte, Versorgung, genau. Eine Stadtproduktion mehr. Ja? Packen wir hier rein. Okay, gut. Rüdi, hallo, hallo. Der Salzhandel spielte in der Antike eine bedeutende Rolle und war in großer wirtschaftlicher Bedeutung. Salz wurde nicht nur zum Konservieren und Würzen von Lebensmitteln verwendet, sondern diente in manchen Regionen auch als Zahlungsmittel. Meersalz und Steinsalz. Salz wurde entweder aus dem Meer gewonnen, in dem Meerwasser in flachen Becken verdunstet wurde, oder aus Salzbergwerken abgebaut. Salz wurde über weitere Strecken transportiert. Salzstraßen. Straßen. Ja, ja. Nice. Ist das ja auch so? Es ist 1:1 genauso, wie du es geschrieben hast. 1:1. Das Thema Salz ist hier sehr wichtig. Wir können Salz für mehrere Sachen verwenden. Wir können... Ich weiß, dass wir Salz verwenden können, um Fleisch zu pökern. Das Fleisch zu verfeinern. Daraus erstellen wir also was Neues her. Und wir können es auch als Handelsgut verwenden, ja. Was man noch mit Salz machen kann, weiß ich aber nicht. Also ich weiß auch nicht alles. Aber ich kann das, glaube ich, schnell rausfinden. Denn so ins Late Game bin ich auch noch nicht gekommen. Also wir haben hier Steinsalz. Oh, Steingrube Verbesserung um die Salz oder Aluminium, bla bla bla, Salz. So, genau, hier wird zum Fertigen verwendet von... Vögelfleisch, Konserven, getrocknete Lebensmittel, Backwaren, konservierte Lebensmittel, Brot und gesalzener Fisch. Wir können es von Schalentieren, von Walen und Steinsalz können wir es ernten. Also hier sind alle Infos zum Thema Salz. Also wir können viele Dinge damit tun.